Lalalala. So, sind wir da. Ja, willkommen zurück, meine werten Ladies and Gentlemen, zurück zu Risen 2 Dark Waters. Da sind wir wieder. Und wie versprochen sind wir auch zurück. Hat halt leider ein bisschen länger gedauert, ihr müsst verzeihen. Ja, hallo, hallo Twitch, hallo Twitch. Hallo, hallo, schönen guten Abend. Ja, so ist es. Gehen wir weiter unseres Weges, ne? Wir sind, glaube ich, nicht mehr allzu weit. Na nö. Davon entfernt, dass wir die Eingeborenen treffen. Hier hat ein schlimmer Kampf stattgefunden. Ja, ich sehe. Es sieht so aus, als ob Corrientes auf die Piraten gestoßen ist. Dann hat Garcia sie hier aufgemischt? Ja, aber wie der Kampf ausgegangen ist, kann ich nicht erkennen. Möchte wetten, dass wir irgendwo im Süden auf Eingeborene treffen werden. Vielleicht finden wir dort Antworten. Ah, das klingt doch ganz gut. Erstmal wollen wir natürlich die Truhe knacken. Schönen guten Abend. So. Weiter geht's. Ah, noch ein lecker Rum hier. So, wir saufen uns jetzt einfach mal einen Rum. Geht nicht, ne? Doch, geht. Oh, er hat aber keine Animation. Schade. Dann haben wir halt ein paar gesoffen. Ein Krabbenstecher, eine Leiche. Mhm. Kleiner Goldbeutel. Also hier hat es... Ah, jetzt angefangen, ja. Hier hat es angefangen. Der große Kriech. Und Richtung Süden. Richtung Süden. Also sollen wir in die andere Richtung laufen? Werden wir wahrscheinlich nichts finden, oder? Oder was haben wir da oben? Nee, das ist der andere Weg Richtung Strand. Ich verstehe. Okay. Feuervogel. Ganz wichtig, Vogel, ja, so wie es gesprochen wird. Mit F und mit GL. Ah, sind sogar mehrere. Sehr gut. Kritische Treffer. Wahnsinn. Dann gehen wir mal zu den Eingeborenen und fragen mal nach, was hier passiert ist. Vielleicht haben ja ein paar überlebt. Oh, das sieht doch gut aus. Hm, ich hoffe, die sind uns freundlich, ne, gegenüber. Ich meine, oh, vielleicht treffe noch auf Shani, ne? Und dann, die haben meinen Vater getötet. Angriff, Bambule. Aber nein, ich glaube nicht. Ist ja ein ganz anderer Stamm hier, ne? Sind ja nicht die Shaganumbi. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. So, hallo. Takapo, Fremder. Diese Gewässer sind gefährlich. Wieso? Was ist damit? Dort lauert die Bestie. Eine Bestie? Was ist das für eine Bestie? Der Alligator. Er lauert im Morast und ist geduldig. Und wenn du ihm zu nahe kommst, schnapp und du bist tot. Schnie, schna, schnappi. Scheint ja ein Mordsvieh zu sein. Sieh, Gujo. Es ist die größte und gefährlichste Bestie, die seit vielen Sommern hierher kam. Alles klar. Ja, da hat es auch eigentlich gar in sich, ne? Ich werde die Bestie töten. Ich sehe, du bist ein Krieger. Das ehrt dich. Takapo, Gujo. Die Bestie ist stark. Werd's mir merken. Ja, wir sind aber auch ein starker Tonka. Bist du schon immer hier im Dschungel gewesen? Gee, ich wüsste auch keinen Ort der Welt, der mir lieber wäre, Gujo. Hm, hab ich mir schon gedacht. Ich suche eine Truppe der Inquisition. Hast du sie gesehen? Die Blauröcke sind im Dorf. Geh links um den See. Dort führt ein Weg hinauf. Alles klar. Dankeschön. Was macht ihr hier eigentlich? Jeden Tag fischen wir und bringen unseren Fang zum Maracaiwa. Ich trage diese Aufgabe, wie einst mein Vater. Das scheint dir zu gefallen. Sieh, jeder hat eine Pflicht. Jeder ist wichtig. Ja, bei uns sieht das anders aus. Bei uns wird jeder an Gold gewogen. Oder an Euro. Ja. Sollen wir den holen? Ja, ne? Ich denke mal, wir legen uns mit dem Alligator an. Wir müssen halt nur aufpassen. Alligatoren sind halt echt ein bisschen fies, ne? Da hinten sehe ich ihn schon. Ist so eine mordsmäßige... Ah, die Bestie. Ja, genau das meine ich nämlich. Er tut gut weh. Okay, aber das ist halt
Wow. Die Bestie ist erlegt. Das war aber eine leichte Verzögerung, mein Lieber. Eben nachladen. Die Bestie im See ist tot. Ich bin beeindruckt von deiner Stärke. Tawonga, Gucho. Jetzt können wir endlich wieder fischen. Hier, damit kannst du bestimmt etwas anfangen. Eine Schatzkarte erhalten, wow. Endlich. Wollte gerade sagen. Dauert doch nicht lange, oder? Marakai. Schatzkarte im Jagdgebiet oder im Gräber der Ahnen? Ah ne, die Gräber der Ahnen war ja was anderes. Oha. Oh, weit unten im Süden. Na gut. Aber ich denke mal, wir werden direkt mal losgehen, bevor wir ins Dorf gehen und den Schatz holen. Aber es freut mich doch, dann können die wieder fischen. Dann haben wir weniger Sorgen, dass wir noch eine Aufgabe zu erledigen haben, ne? Für unsere Freunde. Der Dschungel ist prächtig. Also, Takarigua und Co. war ja schon richtig schön. Aber das hier ist halt... ist halt... oh. Richtig nett, wollte ich gerade sagen. Nee, wir gehen doch nicht die Schatzkarte holen. Da sind ja Piraten. Ach du Jemine. Ich will da jetzt nicht irgendwie in der Geschichte vorgreifen. Das heißt, na gut, im Süden könnte man sagen, ne? Sind die Piraten irgendwo Richtung Tempel. Na gut. Dann gehen wir doch erst ins Dorf, würde ich sagen. Ach, guck mal, wie elegant. Die fischen sogar noch mit dem Speer. Das ist eine Kunst für sich. Die würden wir wahrscheinlich erst nach einer langen, langen Zeit hinkriegen. Ne? Also so schwer ist es natürlich jetzt nicht, aber es ist halt das Feingefühl, ne? Wie du den Speer hältst und damit dann auch einen Fisch erwischst. Erwischen. Was ist das hier für ein Weg? Ah. Hat sich die Schädelblüte versteckt, ja. Oha, da ist ja eine Kiste. Dürfen wir da dran? Oder gibt es da irgendwelche Ungeheuer? Kann sogar sein, dass wir noch mehr Eingeborene jetzt auf dem Weg treffen. Ne? Aber eine Kiste, die nicht verschlossen ist. Drei Muscheln, aber immerhin ein Smaragd. Das ist doch gut. Ich glaube, dass wir die Edelsteine alle verkaufen können. Wir brauchen die nicht für Waffen oder besondere Munition. Was ist das denn jetzt gerade für ein Bug? Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Was ist das denn? Ah, okay. Hm. Ist jetzt wieder alles normal? Ja. Also manchmal ist Risen 2 was komisch, ne? Entschuldigt bitte. Ich glaube, hier müssen wir gar nicht reingehen, weil wir leider keine Maske haben, ne? Kann das sein, dass die Piraten die Masken geklaut haben? Würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht wundern.
Naja gut, das war ja jetzt auch letztendlich nur eine Termite, ne, mein Lieber. Eine Termite. Die Blaukrallen dagegen halten da schon was mehr aus. Oh, da wirft er mit Kokosnüssen. Aber wir haben wahrscheinlich unglaublich viel verpasst. Aber gut. Aber der hat so gesagt, wir sollen hier entlang gehen, oder? Muss irgendwo das Dorf sein. Gleich rechts hoch, ja. Aber der hat so gesagt, geh am Fluss entlang und halte dich links. Nee. Da oben ist das, ne? Deswegen auch die Fackeln. Wer weiß, wo wir noch hingelaufen wären. Eieiei. Oh nein! Das ist Bones. Hey, du. Wer, ich? Ja, ich kenne dich. Du bist der, der zwischen den Welten steht. Du bist ein Suchender, nicht wahr? Sprich. Ich verfolge eine Expedition der Inquisition. Nun, sie ist hier im Dorf. Wo ist der Boss von dem Ort hier? Sprich mit Chakadatu oder mit diesem Corrientes, wenn du willst. Aber vergiss nicht, egal was du tust, es wird uns nicht retten. Wir werden früher oder später untergehen. Ich habe es in meinen Visionen gesehen. Was redest du da für einen Unsinn? Meine Visionen sind mächtig. Die Tivas sprechen zu mir. Sie haben mir dein Gesicht offenbart. Und ich dachte, ich sei verrückt. Das bist du ja auch, aber irgendwie anders. Du bist ein Verfluchter. Ein Verlorener. Was genau hast du gesehen? Eine dunkle Schönheit. Das Böse. Ich sah, wie es dich auffrisst und zermalmt wie eine Ratte. Du redest von Mara. Ich spreche von dem Tag, an dem alles Leben vom Antlitz dieser Welt verschwindet. Und du bist dabei. Ist das nicht schön? Es geht. Die Expedition ist hier? Ja. Corrientes und seine Leute sind drüben bei der ersten Hütte. Sie fressen, sie saufen und keiner braucht sie. Die Marakai sind auch noch dankbar dafür. Gastfreundlich, halt. Dankbar? Wofür? Sie glauben, dass Corrientes das Dorf vor dem Übel beschützt. Sie wissen aber nicht, was ich weiß. Die Blauröcke sind Unwissende, die nicht lernen wollen. Darum werden sie genauso untergehen wie alle anderen. Du traust ihnen wohl nicht? Nein. Wir sehen uns später, da bin ich mir sicher. Oh, da haben wir ja einen Charakter entdeckt. Oh, ja, Erinnerungen halt, ne? Der Bones, ja, der Bones ist der Bones. Das werdet ihr noch hören. Hi. Was esst ihr Krieger eigentlich, um so stark zu werden? Das könnte ich dir sagen, aber ich glaube nicht, dass du das mögen würdest. Wahrscheinlich nicht. Aber nett, dass wir plündern dürfen. Hört, meine Freunde. Was ich zu sagen habe. Ich hatte eine Vision und die Tivas sprachen zu mir. Das Dunkel kommt aus den Wassern zu uns. Hütet euch vor der Dunkelheit. Spürt ihr, wie sie euch nachts den Schlaf raubt? Der Untergang ist nahe. Der Tod fegt über das Land und wird auch vor unseren Hütten nicht Halt machen. Betet zu den Ahnen, damit ihr einen Platz im Reich der Toten erhaltet. Damit ihr nicht rastlos bis zum Ende aller Tage im Dunkeln wandern müsst. Das Voodoo der Hike ist bei uns. Sie werden euch begleiten. Habt keine Angst, meine Freunde. Sie darf euren Geist nicht beherrschen. Angst macht schwach. Macht euch frei und lasst euch führen. Alles ergibt einen Sinn. Das Schicksal wird den belohnen. Die Häuptlinge treten gegeneinander an, um das Kriegsbeil für immer zu begraben. Das Haupt des Verlierers soll getrocknet und als abschreckendes Beispiel aufbewahrt werden. Die Trophäe wird schließlich auf dem Grab des Gewinners aufgestellt. Das letzte Duell der Häuptlinge gewann der Chaka des Shaganumbi-Stamms. Den Schrumpfkopf habe ich schon gefunden. Das ist richtig. Ja, da macht jetzt die ganze Zeit weiter, ne, meine ich. Du bist gekommen, um uns zu helfen, oder? Darum lassen sie dich ins Dorf, obwohl du kein Blaurock bist. Warum fragst du?
Viele unseres Volkes sind getötet worden. Die Piraten sind gierig, ohne Stolz. Ich will nicht, dass noch mehr sterben müssen. Vor allem nicht Koraka. Wer ist Koraka? Er ist ein Tufas und mein Mann. Ich warte schon seit Tagen auf seine Rückkehr. Er wollte die Piraten im Dschungel suchen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Oh oh. Was ist das da drüben eigentlich? Was meinst du? Unsere Hütten? Ach, lass nur. Ich hab schon, was ich wollte. Wo ist Koraka denn hingegangen? Er ging zu den Gräbern der Hike, der aufgehenden Sonne entgegen. Richtung Osten, versteht sich, ne? Ich werde Koraka für dich finden. Tawonga Gucho, ich danke dir. Die Tivas sollen dich schützen. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offen... Rede erst mal mit dem Boss. Er ist da vorne in der Hütte. Das Schicksal wird den belohnen... Warum glaube ich, dass das Doofköpfe sind? Achso, an dir kann ich gar nicht vorbei. Ah, nee, das ist auch nicht der Boss, ne? Dürfen wir hier dran? Oder ist dann jemand da meckern? Noch ein Radschloss. Wir müssen uns gleich mal auch mal hinlegen, ne? Es wird ja schon dunkel. Obwohl, die Dunkelheit ist auch ganz gut. Vielleicht finden wir etwas Schönes hier im Dorf, was wir natürlich gebrauchen können. Aloha, Fremder. Suchst du etwas Bestimmtes? Oh, das kommt drauf an. Ich war bloß neugierig. Mein Vater sagte einmal, die Neugier ist der Urquell aller Errungenschaften. Ich bin Malaika, die Kiki des Dorfes. Kiki? Ich gehöre zur Familie des Schwarzen Baumes und fertige Geschenke und Idole für die Hike. Sie sollen ihre Ehre bewahren und ihre Ruhe schützen, aber ihr Schutz ist schwach. Die Hike sind aufgewühlt. Okay. Kannst du mir was über den Marakai-Stamm erzählen? Wir sind ein sehr altes Volk, das schon seit Jahrhunderten seinen Bräuchen nachgeht. Unsere Ahnen leiten uns dabei den Weg und wir beten zu ihnen. Wer hat bei euch das Sagen? Chakadatu ist unser Häuptling. Aber bald schon wird er einen Nachfolger ernennen. Die Tonka sind unsere Kämpfer und Krieger. Sie schützen uns im Kampf und haben Stolz und Ehre. Die Tufas jagen im Wald und müssen noch lernen. Wir Kikis können Voodoo wirken, so wie Chakadatu. Die anderen Frauen sind Sammlerinnen. Du kennst Voodoo-Zauber? Chi. Aber Osamu im Wald war früher Chaka. Sein Voodoo ist viel stärker. So, so. Du siehst bedrückt aus. Dein Auge ist wachsam. Ich bin traurig, weil die Totenruhe meiner Ahnen gestört wurde. Was ist passiert? Piraten. Sie haben die Grabidole meiner Familie gestohlen. Nun sind die Hike aufgebracht und rufen mich im Schlaf. Die Toten sprechen zu dir? Ich höre die Hike schon seit meiner Kindheit. Das ist ja schrecklich. Nein, Gucho. Sie flüstern mit dem Wind und singen ihre Lieder. Aber wenn ihre heiligen Gräber geschändet werden, sind sie zornig. Kann ich verstehen. Ich könnte dir die Idole zurückbringen. Das würdest du tun? Naja, ja. Es handelt sich um 3 Grabidole des Schwarzen Baumes. Sie gehören zu meinem Großvater Masaru, meinem Vater Akateko und meiner Großmutter Nalani. Wenn du sie zurückbringen kannst, soll deine Mühe nicht umsonst gewesen sein. Wo kann ich die Idole suchen? Finde die Piraten, die unsere Gräber plündern. Dann findest du auch die Idole meiner Ahnen. Handelst du auch mit deinen Sachen? Chi, ich verkaufe Tränke und Pflanzen. Sieh dir ruhig alles an. Vielleicht findest du etwas, was dich schützt. Zeig mir deine Ware. Auf der einen Seite muss ich wirklich schon glauben, dass es ein bisschen schade ist, dass wir nicht die Eingeborenen spielen, ne? Oder uns mit denen zusammengeschlossen haben. Was haben wir denn? Trank des Diebes, Rituals, Ehrfurcht der Überzeugung. Sie hat natürlich Geisterlilie und viele Utensilien dabei.
Ja gut, Ahnenstein, diese Szene ist ganz viele Rezepte, eine Schatzkarte, die werden wir natürlich kaufen. Und sie hat, wenn ich das richtig sehe, den Klingentrank dabei, ne? Würgeranke und Panthertatze, ja. Grabwurzelextrakt. Mhm. Ich meine, das kostet 500. Das müsste ein ziemlich großer Trank sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich meine, es müsste ein großer sein. Wir kaufen das mal, das Grabwurzelextrakt. Ich weiß nicht, ob wir es benutzen, aber wir haben eh zurzeit eine Menge Gold. Das Schicksal wird den belohnen, der es mit offenen Armen und Sehnen... Wer von euch ist eigentlich der Schnellste? Was genau meinst du, Gucho? Mit der Waffe oder beim Laufen im Dschungel? Wenn ich es mir so recht überlege, vergiss es einfach. Yalla yalla! Das Schicksal ja. wird den belohnen, der es mit offenen Armen... Wer bist du? Bist du ein Protektor? Ich bin auf eigene Rechnung unterwegs. Aber du bist doch ein Meister der Donnerstöcke. Ich gebe mir Mühe, einmal einer zu werden. Aha. Sei willkommen, Fremder. Ich bin Hakike. Träger des Weißen Speeres und Anwärter auf den Thron der Marakai. Ein weißer Speer? Weißer Speer? Das Symbol meiner Familie. Die Wurzeln meiner Ahnen reichen weit zurück. Seit die ersten Marakai in dieses Land gekommen sind, ist der Weiße Speer ein wichtiger Teil dieser Gemeinschaft. Dich interessieren Musketen? Donnerstöcke sind ein Zeichen des Fortschritts. Die Marakai wären gut beraten, wenn sie sich nicht dem Wissen der Inquisition verschließen. Nur dann hat unser Stamm eine Zukunft. Naja, gut, das ist, ja. Vernünftige Einstellung. Ja. Viele Freunde brachte sie mir bei meinen Stammesbrüdern nicht. Einzig mein Halmak Daiki ist noch auf meiner Seite. Gemeinsam werden wir die Macht der Donnerstöcke ergründen. Einen von ihnen konnten mein Waffengefährte und ich schon erbeuten. Ihr habt eine Muskete gefunden? Wo? Wir fanden den Donnerstock vor einigen Tagen in einem kleinen Lager der Blauröcke im Norden. Dann gehört er wahrscheinlich zu Corrientes. Er ist prunkvoll verziert und scheint einem besonderen Blaurock gehört zu haben. Das Ding könnte mich interessieren. Die Waffe gehört mir und meinem Halmak. Niemand anderes hat ein Anrecht darauf. Verstehe. Nur dir und deinem Halmak also. Du willst Häuptling werden. Nur ich bin würdig genug, die Marakai anzuführen. Es ist mein Geburtsrecht. Ich wette, dein Gegner interessiert das nicht die Bohne, oder? Salu, mein Herausforderer im Nachfolgeritus, ist ein starker Krieger. Ich muss ihn mit aller Macht daran hindern, mir dieses Recht zu verwehren. Ihr werdet in dem Ritus gegeneinander kämpfen? Chi, es wird ein harter Wettstreit werden. Ich bin der beste Speerwerfer der Marakai, doch Salu ist der beste Nahkämpfer hier. Dann schießt du Salu am besten aus der Distanz über den Haufen. No, das wäre unehrenhaft. Chakadatu ist weise. Er wird einen gerechten Weg finden. Okay. Ich könnte dir helfen, der neue Häuptling zu werden. Du bist nicht mein Halmak, Fremder. Ich darf deine Hilfe nicht annehmen. Dann werde ich eben dein Halmak. Warum sollte ich deine Dienste brauchen? Die Frage ist doch, ob du dir leisten kannst, auf mich zu verzichten. Dein Selbstvertrauen spricht für dich. Aber kannst du deinen Worten auch Taten folgen lassen? Na klar doch. Gut. Dann wirst du nun Daiki im Zweikampf besiegen, um das Recht zu erwerben, seinen Platz einzunehmen. Moment mal, davon war nie die Rede. Das werte ich als Einverständnis. So, geh und fordere Daiki heraus. Dann werden wir sehen, wer der bessere Halmak von euch beiden ist. Okay, in dem Sinne ein Häuptlingsberater, hm? Ja, ja.
Aber ja, der hat wohl eine sehr prunkvolle und verzierte, schöne Muskete, ne? Wahnsinn, wie lang ist die denn? Ist das die? Ist das der weiße Donnerstock? Ich dachte, wer weiß. Aber okay, gucken wir uns halt noch ein bisschen um. Ja, die besonderen Rezepte sind ja überall verteilt, ne? Deswegen müssen wir halt uns gut umgucken. Wer bist du? Auch eine Kiki? Komm ruhig näher, ich beiß dich schon nicht. Atme tief ein. Riecht das nicht wunderbar? Selten so etwas Schönes gerochen. Danke für das Kompliment. Na, wenn du das so gern magst. Hier hast du eine Kostprobe meiner Kunst. Danke. Und was machst du gerade? Ich koche gerade ein sehr altes Rezept unseres Volkes. Es ist köstlich. Aber mir fehlt noch eine Kleinigkeit, um es zu vollenden. Was ist das für ein Rezept, das du zubereitest? Firutaupi. Wenn du es falsch zubereitest, ist es tödlich. Na, das klingt ja lecker. Das ist es auch, wenn ich damit fertig bin. Leider fehlt mir die wichtigste Zutat, die Feuerschote. Du bist hier die Köchin? Ich bin die älteste der Sammlerinnen. Darum bereite ich nach den Rezepten der Hike das Essen zu. Hast du dein Rezept früher schon einmal ausprobiert? Ja, aber das ist schon ziemlich lange her. Es ist vorzüglich. Es heißt, es habe magische Kräfte. Und? Hat es welche? Nein. Es brennt nur so sehr im Rachen, dass man kaum sprechen kann. Verstehe. Ich kann dir die fehlende Zutat bringen. Das ist gut, Gucho. Denn es ist schwer zu finden. Ich habe Esana bereits suchen geschickt. Aber es ist zu gefährlich für sie, wenn sie zu weit weggeht. Rede mit ihr und sag ihr, dass du diese Aufgabe übernimmst. Wenn du mir 4 Feuerschoten bringst, bekommst du etwas ab. Wo findet man Feuerschoten? Sie wachsen auf den Plateaus, brauchen viel Licht. Durch die Sonne entwickeln sie ihr feuriges Aroma. Am besten, du folgst dem Dschungel Richtung Nordosten. Dort befindet sich eine Anhöhe. Frag Esana nach den Schoten. Sie sammelt dort. Okay, dann im Nordosten also ein Hufkessel. Yam, yam. Ja, scharfe Gerichte, ne? Ist nicht jedermanns Sache. Ich esse auch scharf viel zu selten, wenn ich ehrlich bin. Oh, da haben wir noch einen Jäger. Aber ich glaube, das hier, das große Haus, müsste es doch sein, oder nicht? Oder nicht? Das Datu. Uns hat niemand gesehen? Hat, glaube ich, niemand gesehen. Eine 90er-Truhe, wieder verschlossen. Ach du Jemine. Ja, das dachte ich mir. Okay. Ja. Aber auch die bleibt nicht lange verschlossen. Es ist natürlich Nacht, jetzt können wir uns nicht mit ihm unterhalten, oder? Müssen wir mal gucken. Ich grüße dich, Häuptling. Ein weiterer Fremder in meinem Dorf? Deine Kleidung ist die eines Seefahrers. Bist du auch gekommen? Die Ruhe unseres Landes zu stören. Nein. Ich stehe auf der guten Seite. Gute Seite, sagst du? Das Gute verlässt gerade unser Land, Gucho. Mein Sohn ist gefallen. Der Spitzhut Garcia hat ihn mir genommen. Sag rasch, was du willst, und dann lass mich wieder allein. Woher weißt du, dass dein Sohn tot ist? Man brachte mir sein Symbol. Das Symbol des Chacahalmax. Ein legendärer Gegenstand. Um was genau handelt es sich? Um den legendären Totenschädel der Maracay. Ah, interessant. Genau so etwas fehlt mir noch in meiner Sammlung. Nur der Halmax des Häuptlings hat das Recht, es zu tragen. Das wird schwierig. Ich bedauere deinen Verlust. Deine Anteilnahme ehrt dich, Fremder. Doch für Trauer ist keine Zeit.
Ich bin alt und schwach geworden. Das Böse sucht einen Weg in unser Land. Es braucht eine starke Hand, die es wieder ins Licht führt. Was hast du vor? Meine beiden besten Krieger, Salu und Hakeke, werden um das Recht kämpfen, meinen Platz einzunehmen. Das ist der einzige Weg, das Volk und sein Land zu retten. Sei ehrlich, du kannst es wieder kaum erwarten, hier mitzumischen, oder? Ich weiß nicht. Sollten wir nicht dem Volk der Marakai helfen? Hey, das fragst du einen Kerl, der seinem eigenen Volk den Rücken gekehrt hat? Wie wird der Kampf zwischen den beiden Kriegern aussehen? Es wird ein fairer Wettkampf ausgetragen. Ich werde ihnen drei Aufgaben stellen. So wird sich zeigen, wer das Recht erwirbt, neuer Häuptling der Marakai zu werden. Wie lauten diese Aufgaben für den Wettkampf? Nur der Halmak, eines der Herausforderer, wird die Aufgaben von mir bekommen. Bist du der Halmak eines meiner Krieger? Was genau ist ein Halmak? Jeder Chaka oder Anwärter auf den Thron hat einen Fürsprecher und Waffengefährten an seiner Seite. Dies ist sein Halmak und nur diesem werde ich die drei Aufgaben offenbaren. Verstehe. Deiner war dein eigener Sohn. So ist es. Du bist weder ein Eingeborener noch ein Protektor. Das hast du gut erkannt, mein schlauer Freund. Ich bin ein Gezeichneter. Eigentlich lebe ich nur noch, weil die Marakai mich vor dem Dschungelfieber gerettet haben. Als Dank teile ich nun mit ihnen meine Arzneikünste und Visionen. Was ist passiert? Das Fieber hat mich getötet. Zumindest einen Teil von mir. Der andere wandert ruhelos durch das Totenreich. Dort werde ich eines Tages Erlösung finden. Ah ja. Arzneikünste? Du bist Arzt? Ich war der beste Schiffsarzt von hier bis Caldera, bis mich meine Crew hier zum Sterben zurückließ. Ich muss tagelang im Dschungel gelegen haben. Eigentlich erinnere ich mich kaum noch daran und das ist auch besser so. Kann ich dir vielleicht helfen? Was willst du tun? Mir einen Pflock ins Herz stoßen? Ich hatte eigentlich an etwas weniger Endgültiges gedacht. Niemand kann meine Seele retten.
weil niemand aus dem Totenreich zurückkommt. Ich werde dir bei deinem Problem helfen, wenn du meiner Crew beitrittst. Du meinst es ernst, oder? Wenn du mich so fragst, bin ich mir auf einmal gar nicht mehr so sicher. Einverstanden, Captain. Wir haben einen Deal. So oder so habe ich Aussicht auf einen schönen Tod. Aber ich kann nicht einfach so gehen. Warum nicht? Diese armen Schweine hier haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht. Ich werde nicht eher gehen, bis sie meine Warnungen ernst nehmen oder meine Stimme versagt. Kannst du auch mal die Klappe halten? Dein Gerede macht den stärksten Ochsen mürbe. Nicht nur den. Ich werde nicht aufhören, bis auch der Letzte verstanden hat, um was es hier geht. Die meisten wissen doch gar nicht, wie nah wir am Abgrund stehen. Ach so. Und du meinst, dein Gequatsche macht es besser? Spotte nicht. Du weißt gar nichts. Es gibt Schlimmeres, als den Tod zu erleiden, glaube mir. Keiner von euch weiß, wie es ist, seine Seele zu verlieren. Oh, ich kenne auch, denke ich mal, noch viele andere Sachen. Das wird schon wieder. Elender, du hast doch keine Ahnung. Ich werde weiter predigen, solange mein Rachen noch Luft hat. Wir werden sehen. Einschüchtern 90. Ich reiß dir den Kopf ab, wenn du nicht gleich die Klappe hältst. Na schön. Aber nur, weil du mich so nett bittest. Verstehe. Das ist also die Sprache, die du verstehst. Jetzt hast du dich so schön vor mir aufgeblasen. Da kann ich ja schlecht deine Autorität vor den anderen hier untergraben, oder? Du willst mich doch verarschen, oder? Nein, nein, alles gut. Du machst dein Ding und ich mach jetzt Pause. Schön. Kommst du jetzt mit mir, deinen Geist zurückholen? In Ordnung. Du hast gewonnen. Du hast ab sofort einen neuen Schiffsarzt. Wenn du mal Zeit hast, dann komm vorbei. Ich kann dir bestimmt noch was beibringen. Sehr gut. Willkommen an Bord. Ja, sehr schön. Das zweite Ich, ne? Okay, Moment. Venturo? Wir sollten uns wieder trennen. Wird gemacht. So, Bones. Komm mit. Ja. Erzähl mir mehr von deinem Problem und dem Reich der Toten. Ich weiß nicht wie, aber ich habe das Gefühl, dass ein Teil von mir gestorben ist. Ich spüre ihn. Er ist auf der Suche. Er will zu mir. Er weiß nur nicht wie. Du musst mir helfen. Sicher, wenn ich das kann. Mein verwirrter Geist muss einen Weg zu mir finden. Er braucht einen Wegweiser. Und was könnte der Wegweiser sein? Als Kind habe ich mich einmal im Wald verirrt. Mein Vater aber hängte seinen weißen Schal in den höchsten Baum des Waldes und wartete dort auf mich. Als ich den weißen Schal sah, wusste ich, wie ich meinen Vater finde und war bald wieder zu Hause. Ich soll ihm einfach weißer Schal sagen und das war's? Keine Ahnung, ob es klappt. Das ist alles, was mir dazu einfällt. Wenigstens etwas. Wenn ich einmal im Reich der Toten an jemandem vorbeikomme, der so aussieht wie du, sage ich dir Bescheid. Das ist ganz schön verrückt, was? Geht so. Ich habe schon Verrückteres gehört. Was sagt dir dein Gefühl? Ich bin schon viel zu lange hier gewesen. Ich will einfach schnell wieder weg. Was kannst du mir beibringen? Ich war lange im Dschungel. Was willst du denn wissen? Oh, was kannst du uns denn beibringen? Härte 4, mehr aushalten. Kannst du mir zeigen, wie ich mehr aushalte? Du musst den Schmerz annehmen. Er ist nicht dein Feind. Es ist das Geschenk des Lebens, das dich Schmerzen spüren lässt. Tote spüren keinen Schmerz, keine Freude. Solange du Schmerzen spürst, lebst du. Also sei dankbar dafür. Dann lassen sie sich auch besser ertragen. Härte 8 haben wir nicht, ne? Quacksalber? Ich bin noch nicht gut genug. Okay. Aber das ist ja mal eine coole Sache. Grog hätten wir noch. Das brauchen wir aber erstmal nicht. Wie sieht's denn aus? Oh, wir dürften Feuerwaffen steigern. Ja, dann machen wir das doch. Zack. Feuerwaffen auf 9. Eieiei. 12.000 Ruhm. 12.000 Ruhm. Das ist natürlich eine Menge, ne? Wir haben immer noch den Ring, damit wir mehr Ruhm bekommen. Aber das wird schon im Laufe der Zeit. So, jetzt kommt der Bones. Natürlich mit uns. Hier ist der andere Anwärter. Das ist auch schon mal schön.
Ja, ich meine, wir müssen eigentlich die Truhen nicht ausnehmen, ne? Aber... Ich meine, es gibt doch ein paar nette Sachen dabei. Warum ich einen Bones jetzt mitnehme, ist halt einfach, der kann uns helfen bei manchen Aufgaben hier. Und wiederum, auf der anderen Seite, das Schöne ist, es macht einfach Spaß mit ihm. Er hat die coolsten Sprüche, zumindest kann ich mich daran erinnern, auf Lager. Und von daher, ja. Rede erstmal mit dem Boss. Er ist da vorne in der Hütte. Dass Ungeheuer Mara ihn zu ihrer Marionette gemacht hat. Verstehe. Na dann, viel Glück bei deiner Suche. Da ist noch etwas. Einer unserer Männer ist während des Kampfes mit dem Piraten desertiert. Eigentlich wollte ich Scarpetta schicken, um den Feigling zu finden, aber ich will ihn nicht entbehren. Also, wenn du den Deserteur findest, erschieß ihn. Ist das nicht ein bisschen hart? Ich kann niemanden gebrauchen, der mir in den Rücken fällt, wenn es darauf ankommt. Der Deserteur. Frag den Boss, wenn du was willst. Wir sind doch keine Leute von Inquisition, immer so wie die drauf sind. Ich meine, wir waren doch in Caldera im Hohen Viertel. Und wer bist du? Bin Egas. Und? Wie läuft's? Geht. Bin ich so zufrieden heute. Was ist los? Soll mich um die Grabräuber kümmern. Hab aber gar keinen Bock drauf. Befehl von deinem Kommandanten, nehme ich an. Ja, genau das. Wird viel lieber hierbleiben, als mich im Dschungel mit den Grabräubern zu schlagen. Außerdem könnte ich dann meine Pistole zu Ende bauen. Du baust Pistolen? Ja, aber nur so zum Spaß. Wenn du willst, kann ich es dir beibringen. Ja, vielleicht, ne? Mit Grabräubern meinst du Garcias Leute? Genau. Die Piraten haben sich die Ahnengräber vorgenommen. Selbst der Häuptling liegt mir schon in den Ohren deswegen. Wo sind die Grabräuber, die du suchen sollst? Sie haben sich über den ganzen Dschungel verteilt. Schwer zu sagen, wo sie sind. Aber ich weiß, dass ein kleiner Trupp von ihnen die Ahnengräber im Osten plündert. Wenn ich wenigstens die erwischen würde. Gib dir keine Mühe, ich kümmere mich um deine Grabräuber. Du? Warum? Tja, warum eigentlich? Gute Frage. Ich würde sagen, das überlege ich mir unterwegs, warum ich deine Arbeit erledige.
Ja, gute Idee, mach das. Dann kann ich so lange... dich von den Eingeborenen bedienen lassen. Genau. Eieiei. Unterrichte mich. Was hat er denn? Pistolengespräche? Pistolen länger nachladen? Ach, warum nicht, oder? Kannst du mir zeigen, wie ich meine Pistole schneller nachlade? Üben, üben und nochmal üben. Das ist alles? Naja, nicht alles. Aber das meiste. Es kommt vielmehr darauf an, dass du dich auf deine Aufgabe konzentrierst. Du darfst nicht über den nächsten oder noch schlimmer den letzten Schuss nachdenken. Konzentriere dich auf den Ablauf. Pulver, Kugel, Stapfen. Dann wirst du auch schneller. Mhm. Ich will meinen Umgang mit der Pistole verbessern. Dann solltest du deine Technik verbessern. Deine Bewegung ist abgehakt. Dadurch verwackelst du den Schuss zu sehr. Versuche, die Pistole in einer flüssigen Bewegung zu ziehen, zu zielen und abzudrücken. Die Pistole wird dadurch viel ruhiger in der Hand liegen. Alles klar. Ja, und das mit dem Gespräch? Ich weiß nicht. Ich klopp mich ehrlich gesagt lieber, oder? Naja. Zeig mir, wie ich Pistolen im Gespräch verwenden kann. Du musst deine Pistole locker im Gürtel tragen. Sitzt sie zu fest, kannst du sie nicht unbemerkt ziehen. Dann erzähl deinem Gegenüber irgendwas Spannendes. Dabei ziehst du die Knarre und drückst ab. Das ist alles. Das ist alles. Genug geredet. Aber natürlich jetzt eine Menge gelernt, ne? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Was? Nein, ich meine, ja, ach, vergiss es einfach. Wonach hältst du Ausschau? Ach, ich schaue einfach nur ins Leere, ohne besonderen Grund. Das kaufe ich dir nicht ab. Na gut, du hast gewonnen. Ich mache mir so meine Gedanken über unsere Heimreise, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, die Gegend hier ist ja ganz nett, aber für immer will ich hier eigentlich nicht versauern. Wenn wir erledigt haben, weswegen wir hier sind, will ich so schnell wie möglich wieder in See stechen. Wir haben auch alle Tattoos, ne? Dein Boss ist bestimmt eine harte Sau, was? Tja, hart ist gar kein Ausdruck. Also ich würde mich nicht mit ihm anlegen. Aha. Oh, 300 Gold. Kannst du mir was über den Kampf beibringen? Ich kann dir zeigen, wie man richtig mit dem Säbel umgeht. Ja, warum mit dem Säbel? Der Säbel ist so eine Piratenwaffe, oder nicht? Tja, ohne Schiff kommt ihr nicht weit. Was? Ach ja, das Schiff. Verdammt. Aber Garcias Schiff liegt irgendwo an der Küste vor Anker. Wenn wir da rankommen würden, hätten wir wieder eine Chance, hier wegzukommen. Wo glaubst du, hat er das Schiff angelegt? Es gibt da nicht sehr viele Möglichkeiten. Es muss irgendwo im Nordosten vor Anker liegen, wenn du mich fragst. Das Schiff ist sicher nicht unbewacht. Nein, gewiss nicht. Aber die meisten von Garcias Leuten sind irgendwo im Dschungel. Es werden nur noch eine Handvoll Leute an Bord seines Schiffes sein. Eigentlich die ideale Situation, das Schiff zu kapern. Ich werde mir das Schiff mal genauer ansehen. Ja, gute Idee. Hol dir den Kahn. Wir werden hier wohl noch etwas länger beschäftigt sein, fürchte ich. Sonst würde ich dich gerne dabei unterstützen. Danke. Ich schaff das schon. Gut, aber mach keinen Mist. Du segelst nicht einfach weg, ohne uns mitzunehmen. Klar? Okay, das ist halt... Was glotzt du mich so an? Noch nie einen verletzten Soldaten gesehen? Schnauz mich nicht so an, du Großmaul. Ja, ja, ist ja schon gut. Tut mir leid. Ich habe Schmerzen. Erzähl mir mal lieber, woher du die Verletzung hast. Ah, vom Kampf gegen Garcia und seine Schergen natürlich. Es war der schwarze Hund, dieser Mistkerl. Er traf mich mit seinem dreckigen Dolch im Rücken, kurz bevor wir die Rasselbande in die Flucht schlugen. Schwarzer Hund? Ist das sein Name? Den gab er sich selbst. Glaubte wohl, dass er damit jemanden beeindruckt. Woher weißt du das? Man sollte immer mehr über seine Feinde wissen als über seine Freunde. Du scheinst ihn wohl zu hassen, ne? Dreh dich mal um. Ich ramm dir mal kurz meinen Säbel in den Rücken. Ich glaube, dafür würdest du mich auch nicht lieben, oder?
Wo ist der schwarze Hund jetzt? Er ist irgendwo in der Nähe. Ich kann ihn förmlich riechen. Wenn ich nicht so verletzt wäre, würde ich ihn suchen und ihm die Kehle durchschneiden, wenn ich ihn gefunden habe. Du meinst in der Nähe des Dorfes? Er ist hier irgendwo. Darauf verwette ich meinen Arsch. Er wartet nur auf eine Gelegenheit, uns hier heimtückisch zu überfallen. Welchen Rang hat der schwarze Hund in Garcias Mannschaft? Er ist nur ein einfacher Bootsmann, aber eine äußerst linke Sau. Sei auf der Hut. Wenn du ihm einmal begegnen solltest, dann pass auf deinen Rücken auf. Ja, schon klar. Ich werde den schwarzen Hund finden. Ach ja? Das glaubst du. Pass bloß auf, dass er am Ende nicht dich findet. Du bist ein richtig netter Kerl, weißt du das? Für Nettigkeiten habe ich keine Zeit. Also das ist, weiß ich nicht. Nee. Ich sag jetzt einfach mal nee, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was gefühlt ganz gewaltig nicht. Und das ist, meh. Könnt ihr euch daran erinnern, wie mit uns geredet worden ist, am Tempel mit dem Schiff? Wie nett und höflich die gewesen sind. Und das sollen Leute sein von der Inquisition? Nee, die reden alle wie Piraten. Da stimmt was gewaltig nicht. Die Frage ist aber, wie dahinter steckt. Ich meine, dem einen oder anderen glaube ich das, aber so wie die reden, wie die aussehen und alles andere, was dazugehört, das ist schon, ich sag mal, recht komisch. Also das ist wirklich recht komisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was ist das denn hier für eine Höhle, sag mal? Ich dachte, die gehörte mit zum Dorf. Ah, wir kommen wahrscheinlich da oben raus. Ich verstehe. Ja, wir haben uns eigentlich noch mit niemandem wirklich gut unterhalten dort, ne? Aber wir haben ja wenigstens ein Bett, wo wir bis zum nächsten Morgen schlafen können. Also irgendwas ist an der Sache komisch. Wir sagen zu denen, ah ja, es ist halt schlecht, hier wegzugehen ohne Schiff. Er weiß den Rang von dieser schwarzen Hand. Ich meine, gut, die Inquis könnten das halt schon irgendwie herausfinden oder wissen, ne? Aber es ist ehrlich gesagt zu komisch. Ka-Ono. Ka-Ono. Da Capo, Gucho. Du kreuzt meinen Weg. Ist der Weg verboten? Nein, aber er gehört mir. Okay, du kannst ihn behalten. Moment, du bist Pirat. Ach was, wie hast du das bloß erraten? Piraten bringen Tod und Sorge zu den Marakai. Ja, aber ich gehöre nicht zu Garcias Mannschaft. Kein Palaver, Gucho. Ich werde dich in Auge behalten. Ja, der mag uns nicht, weil wir nicht den Weg der, ne, der Eingeborenen gegangen sind. Nur er hier ist auf unserer Seite. Ich habe jetzt keine Hilfe für dich. Okay. Und den müssen wir herausfordern? Capo Seco Gucho, hast du nichts zu tun? Wir zwei werden uns jetzt mal über deinen Posten bei Hakeke unterhalten. Was soll das? Willst du mich reizen? Ich hau dir jetzt mal ein paar auf die Fresse. Du willst Bambule? Gut, komm mit zum Ritualplatz. Da werden wir sehen, ob du ein Tonka bist. Ah, das sind wir, glaub mir. Dann lass mal zum Ritualplatz, da bin ich ja mal gespannt. Vor allen Dingen wegen unserem Donner. Jetzt werden wir sehen, was du kannst, Gucho. Lass das Gequatsche. Kommen wir zur Sache. Keine Gnade! Ja, weiter! Er ist natürlich auch ein guter Speerschmeißer, gehe ich mal davon aus, ne? Ja! Na? Na gut, komm schon. Ist ja gut, du hast gewonnen. Heißt das, du überlässt mir deinen Posten? Sieh, du hast den Raka für dich entschieden. Jetzt lass mich in Ruhe. Okay. Du bist ein Jäger, richtig? Sieh. Ich bin Kenan, Tufas der Marakai.
Aber ich biete meine Sachen auch zum Tausch. Tavolele. In Ordnung. Gut. Du kannst dir jederzeit gerne meine Sachen ansehen. Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Oh no, Gucho. Das habe ich nicht. Aber Pandu jagt tiefer im Dschungel als ich. Er kann dir vielleicht mehr sagen. Wo ist Pandu? Er ging durch die Höhle im Dorf in den Südwesten. Das war aber schon vor Tagen. Zeig mir deine Ware. Also wir haben ja auf jeden Fall einiges zu erledigen, ne? Kugelsicher Ritual. Ja. Häutungsmesser. Und mehr hast du nicht? Du hast halt Augen, ne? Wird bei einigen Voodoo-Ritualen verwendet. Ja. Ja, braucht man nicht. Dank dir. So, jetzt haben wir schon mal die erste Aufgabe erledigt. Da oben war doch der Häuptling. Wir gehen nochmal eben kurz hoch. Boah, wir haben richtig, richtig viele Aufgaben. Tavaloa, Hoshi. Shikumaloche? Wir haben richtig, richtig viele Aufgaben hier. Das ist unglaublich. Und fast ein bisschen Überforderung, finde ich. Geh dorthin, mach dies, mach jenes. Also der ganze Dschungel ist quasi gesehen voll. Ich bin gespannt, ob das, gut aussieht. Daiki hat seine Rechte als Heilmag an mich abgetreten. Ich bin beeindruckt. Du hast mich tatsächlich überzeugt. So sei es. Du wirst an meiner Seite um die Nachfolge des Chaka kämpfen, mein Heilmag. Gut. Und wie läuft das Ganze? Zunächst wirst du hoch zu Chaka Datu gehen und den Nachfolgeritus einfordern. Er wird uns eine Aufgabe stellen. Damit kommst du dann zu mir zurück. Zeig mir mal deine gefundene Muskete. Das Recht musst du dir erst noch verdienen. Erst hilfst du mir, Chaka zu werden. Dann sehen wir weiter. Ich hab's geahnt. Also das ist nämlich auch eigentlich das, was mich so ein bisschen verblüfft hat. Der trägt da so eine hoch... Eine hochverzierte und außergewöhnliche Waffe. Und da drinnen sitzt der Corrientes. Das ist doch seine, oder nicht? Deswegen... Mich wundert das ein bisschen. Wir gehen erstmal hoch und holen uns unsere Aufgabe und dann können wir ja Stück für Stück alles ein bisschen erkunden. Ich bin Hakekes Halmak. Gib mir die Aufgaben für meinen Krieger. So sei es. Dann höre genau zu. Die erste Aufgabe ist die Prüfung der Schnelligkeit. Der schwarze Jäger ist in unser Land zurückgekehrt. Panther. Sag deinem Herrn, er soll ihn finden, ihn erlegen und seine Tatze erbeuten. Der Krieger, der den schwarzen Jäger als erster findet und bezwingt, sei der Sieger dieser Prüfung. Gut. Hakeke wird seine Tatze bald in den Händen halten. Okay. Eine Tatze für Hakeke. Dann werden wir mal so ein bisschen die Inquisition hier mit reinbringen in das Dorf. Der Ritus hat begonnen. Wir sollen dem schwarzen Jäger seine Tatze abnehmen. Ich weiß nur ungefähr, wo der schwarze Jäger sein könnte. Salu hat ihn oft beobachtet. Er müsste es ganz genau wissen. Salu hat die gleiche Aufgabe. Wer sie zuerst meistert, hat die erste Prüfung bestanden. Salu hat scheinbar noch nichts mitbekommen. Sein Halmak hat wohl geschlafen. Das ist unsere Chance. Bereite dich auf den Kampf vor. Und dann gehen wir los. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Ich bin bereit. Schnell, bevor Salu noch was merkt. Gut, dann folge mir. Okay, das ist natürlich jetzt schon, mit zwei Donnerstöcken und Bones dabei. Ich meine, Bones alleine ist der Knochenmann. Der macht doch alles alleine. Salu ist tatsächlich noch im Dorf geblieben. Ja, aber sicher nicht mehr lange. Du hast recht. Durch den Dschungel. Schnell, folge mir. Dann einmal durch den Dschungel. Mal gucken, auf was wir alles so treffen. Sind bestimmt noch viele andere schöne Aufgaben dann. Warum bin ich jetzt eigentlich gerollt? Ich wollte doch nur da oben die Gaganos. Auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht mehr sammeln müssen. Mich würde es jetzt nicht wundern, wenn Salu vor uns da wäre.
So, bis hierhin weiß ich. Aber nicht weiter. Hm, was weißt du denn über den schwarzen Jäger? Er ist ein Raubtier. Schnell und gefährlich. Er versteckt sich in Höhlen, wenn er nicht auf der Jagd ist. Höhlen? Das könnte es doch sein. Tschi. Weiter im Osten kenne ich eine. Schnell, hier lang. Na, okay. Ja, die haben auf jeden Fall halt ihren Bau, wenn man das so sagen will, ne? Folge mir. Zufluchtsort. Auch wenn sie gerne in Bäumen schlafen, höchstwahrscheinlich. Ja gut, das ist 3 gegen 2, ne? Das ist natürlich jetzt auch besonders. Ah, der Bones hat noch gar nichts gesagt. Mich wundert das ehrlich gesagt ein bisschen. Der hat sonst immer so coole Sprüche drauf gehabt. Wo ich echt schmunzeln musste. Folge mir. Ah, das ist ja die Höhle. Sieh, da drüben ist die Höhle. Gut, dann gehen wir hinein. No, Gucho. Du gehst hinein. Ich warte hier. Warum? Feigling. Ich bin gut mit dem Wurfspeer. Aber im Nahkampf bist du besser als ich. Lock ihn heraus. Dann machen wir gemeinsam Bambule. Na schön, ich werde es versuchen. Bis gleich. Capo, sei vorsichtig. Also wenn er schon sein Dorf führen soll, ne? Ja, der ist noch ein Dunkeldorfer. Wo ist der Panther? Da ist doch die schöne Kreatur. Na gut, aber wir haben Bones dabei, deswegen, das bringt gar nichts, wenn wir den rauslocken. Und damit liegt er dann auch schon im Dreck. Und dann holen wir uns mal die Tatze. Eine Panzertatze erhalten. Schön. Noch eine Herzader. Ha, mal gucken, was wir für schöne Schätze hier finden. Das ist ganz interessant. Aber ich glaube, mit der Schusswaffe hat das auf jeden Fall irgendetwas auf sich. Da bin ich mal neugierig, was das sein wird. Oh, guck mal, noch eine Grabwurzel. Dankeschön. Und noch eine Truhe. Boah, eine 90er-Truhe wieder. Ach du meine Güte. Na gut, einmal nach rechts, einmal nach links. Und es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir müssen erst die Mitte bearbeiten. Jetzt ist die Frage da lang. Nein. Wie weit nach rechts? Alles klar. Okay, Glück gehabt. Schön. Was ist ein Lederöl? Klingenfest, kugelsicher, Einschüchterung plus 2. Wird aus Heldenkraut gewonnen. Deine Haut wird fest wie Leder. Ach du meine Güte. Okay. Dann nehmen wir natürlich gerne mit uns. Einen permanenten Trank? Das ist natürlich... Das ist nett. Das ist nett. Den könnten wir doch eigentlich sofort trinken, ne? Das macht doch gar keinen Unterschied. Wo ist der denn nochmal? Benutzbares? Lederöl. Es sei denn, wir brauchen ihn für eine Aufgabe, ne? Wir behalten den mal lieber. Und die Fackel kann hier bleiben. Sehr gut, sehr gut. Der schwarze Jäger ist tot. Gut gemacht. Dann hol dir seine Tatze. Da haben wir. Hier hast du seine Tatze. Das hast du gut gemacht. Jetzt bin ich zuversichtlich. Keine Ursache. Dann machen wir mal weiter, was? Chi. Geh zu Datu und lass dir die nächste Aufgabe geben. Okay, dann bring mich zurück ins Dorf, bevor ich mich verlaufe. Chi, folge mir. Naja, wir gehen lieber zusammen. Ich will ja auch nicht, dass dem irgendwas passiert, ne, auf dem Rückweg. Ja. Nicht, dass er noch so ein schwarzer Jäger irgendwo, ne, wartet auf ihn, den dann frisst. Muss ja nicht sein. Wir haben ja so viele Aufgaben, die sind ja alle überall. Oh nein, Unwetter. Und das im Dschungel, das ist nicht lustig. Da werden wir am Ende gar nichts mehr sehen.
Aber die Wettereffekte sind auf jeden Fall super gemacht. Ich finde die ganz nett, außer dass es vielleicht je nachdem zu oft blitzt, ne? Zu oft donnert. So, da sind wir. Den Weg hier rauf, da ist unser Dorf. Vielen Dank, bis gleich. Chi. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns einfach die nächste Aufgabe, oder? Wir können uns auch nochmal hinlegen. Nicht, dass wieder der Sturm hier, der Hurricane, 3 Tage dauert. Hast du was dagegen, wenn ich mich hinlege? Warum tust du das? Weil das dein gemütliches Bett ist. Ja, genau das meine ich. Das fängt nämlich an und wird erstmal richtig doll. Checku? Checku? Ja, guck mal, der zweite Tag, der komplette zweite Tag nur Sturm. So sind sie. So sind sie, gleich ist es sauer. Oh wow, okay, der dritte Tag. Ja, nicht schlecht. Warum tust du das? Weil schlecht Wetter ist. Ich bin aus Zucker. So. Ja, es ist natürlich die Frage, gehen wir alleine los oder machen wir erstmal ein paar Aufgaben? Wir können jederzeit wieder zurück, ne? Hier haben wir die eine Schatzkarte. Und den Feuertempel haben wir natürlich auch noch. Ich glaube, wir gehen erstmal auf eigene Faust los und dann gucken wir uns mal ein bisschen hier um, was eigentlich so Sache ist. Dann bin ich wirklich neugierig. Gehen wir mal ein bisschen weiter durch die Höhle. Jetzt sind wir oben beim Häuptling, ne? Ja, was ist denn die nächste Aufgabe? Hakeke hat die Tatze des schwarzen Jägers. Oh, das hätte ich nicht erwartet. Salu war immer der Schnellste. Oh. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Fährtensuche. Das wird den beiden nicht gefallen. Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Hakeke und sag ihm, dass der Jäger Kenan das Dorf verlassen hat und auf ihn in der Wildnis wartet. 4 Federn dienen als Fährte und werden Hakeke den Weg weisen. Findet er den Jäger, sei seine Prüfung bestanden. Ach du Jemini. Na gut. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass sich nicht die Aufgaben hier ein wenig überschneiden. Ja. Na aber gut. Wollen wir mal eben speichern, vorsichtshalber, ne? Nicht, dass hier jetzt was schief geht. 21. Ich habe unsere nächste Aufgabe. Gut. Wie lautet sie? Der Jäger Kenan hat sich im Dschungel versteckt und einige Federn als Fährte zu ihm gelegt. Eine Fährtensuche? Das gehört nicht gerade zu meinen Talenten. Darum nennt es Datu auch die Prüfung der Schwäche. Ja, das macht Sinn. Auf geht's. Lass uns Kenan suchen gehen. Gut. Dann gehen wir zuerst runter zum See. Folge mir. Ja, okay. Runter zum See. Irgendwo liegt eine Feder. So. Jetzt müssen wir denken wie ein Tufas. Ich vermute, dass Kenan hier irgendwo die erste Feder hinterlassen hat. Geh und such sie. Na gut, in irgendeiner Richtung wird die ja sein, ne? Ach hier, Zeichen. Ha. So wie es aussieht, hat Kenan eine kleine Hilfestellung für Hakeke aufgestellt. Dieses Zeichen deutet Richtung Nordwesten. Ja. Ich habe ein Zeichen gefunden. Ein Zeichen? Ich denke, dass Kenan es aufgestellt hat. Aus irgendeinem Grund will er es uns scheinbar einfach machen, ihn zu finden. Dann folgen wir dem Zeichen. Yalla! Yalla! Achso, jetzt kommt er mit uns mit. Okay, nach Nordwesten. Da ist das andere Zeichen. Sieht ja bisher ganz einfach aus. Dieses Zeichen deutet Richtung Westen. Mhm. Interessiert dich das?
Nee, okay. Richtung Westen. Das Ding zeigt geradewegs nach Norden. Okay. Warte mal, hat er nicht gesagt, das sind vier Federn? Ist er nicht da oben drauf oder so? Er sieht nicht danach aus, okay. Richtung Norden. Gucken wir mal, wo das nächste Zeichen sind. So weit sind die ja nicht voneinander, ne? Entfernt. Ah, da ist das nächste Zeichen. Eine weiße Feder. Hm. Das Teil hier sagt, geh nach Nordwesten. Ach so, muss ich die Federn einsammeln? Na, Moment mal. Ich wusste nicht, dass ich die Federn einsammeln sollte. Ich dachte mir, okay, das ist halt ein Zeichen. Jo. Wir müssen erst alle Federn einsammeln. Ah, Gratulation. Dann gehen wir mal eben fix nochmal zurück. All den Bonus an Ruhm wollen wir uns natürlich gönnen. So. Aber bisher schlagen wir uns ja ganz gut durchs Game. Also besser könnte es eigentlich gar nicht laufen. Ist schon wirklich angenehm. Ist ein schönes Game. Auch für, ich würde jetzt behaupten, für jeden Anfänger, der Richtung Inquisition geht. Ne? Das ist, also einfacher hätte es eigentlich gefühlt nie sein können. Ne? Es ist schon erstaunlich. Nordwesten, ne? Hm. Das Teil hier sagt, geh nach Nordwesten. Ihr seid noch da? Ja. Warten wir eben kurz ein bisschen auf die. Nach Nordwesten. Und da ist er wahrscheinlich. Ha! Ich hab dich gefunden. Ja, das hast du, Hallmark von Hakeke. Damit sei die zweite Prüfung bestanden. Ich werde es Datu berichten. Netter Zug von dir, dass du die Zeichen für Hakeke aufgestellt hast. Hakeke muss der nächste Chaka werden. Ah, verstehe. Du hast ein bisschen gemogelt, hm? Tja, besten Dank. Tivo Palava, Tonka Samo. Okay. Die zweite Prüfung ist bestanden. Ich habe Kenan gefunden. Oh, und ich dachte, wir schaffen das niemals. Gut gemacht. Ich bin schon auf die letzte Prüfung gespannt, Hallmark. Am besten, du gehst gleich wieder zu Datu. Ja, am besten, aber... Ja, sollte das so sein? Eigentlich schon, oder? Oder mal eben zurückreisen, ne? Der Rest ist ja eh hier. Dara? Ich hoffe, Koraka geht es gut. Ach so, ja klar. Ich glaube, die letzte Prüfung wird doch sein, dass die beiden gegeneinander antreten, ne? Er hat das doch gesagt. Siehst du? Hakeke hat seine zweite Prüfung bestanden. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise.
Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Hallmaks werden gegeneinander kämpfen. Oha. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Okay. Dann. Siehst du? Wenn dem so ist, werden wir das natürlich machen. Das soll ja das kleinste Problem sein. Da kommt gerade Kenan nach Hause. Er ist schon wieder da. Wunderbar. Dann berichten wir ihm mal darüber. Datu will, dass ich Salus Hallmak besiege. Das klingt nach Chaka Datu. Ich hoffe, dass du ein guter Nahkämpfer bist. Denn Salus Hallmak Potaka ist es ohne Zweifel. Dann kann ich für dich nichts mehr tun, außer dir Glück zu wünschen. Ich fürchte, du wirst es brauchen. Ja, gut. Ich meine, im schlimmsten Fall können wir ja auch... Achso, war hier nicht der Ritualplatz? Oder wo soll das stattfinden? Hey, Potaka. Wir sollen uns um die Nachfolge prügeln. Du wirst niemals siegen, Gucho. Ja, ja. Mach's nicht so dramatisch. Lass uns hinmachen. Wir werden auf dem Ritualplatz kämpfen. Folge mir. Na, okay. Ich hoffe, wir brauchen keine Nahkampfwaffe. Karaka! Dann zeig mal, was du drauf hast. Ka, Bambule! Ich will Blut sehen. Na, sieht doch ganz gut aus. Ja, weiter! Oh! Damit hat sich das erledigt. Komm, wir helfen ihm mal auf. Er tut mir schon leid. So, das war's jetzt hoffentlich. Was ist geschehen? Ich bin zu Boden gegangen. Ganz genau. Und das heißt, du hast verloren, mein Freund. Oh, welche Schande. Ich muss zu Salu gehen und es ihm sagen. Ja, wir werden auch zurückkehren und berichten, dass wir gewonnen haben. Die letzte Prüfung ist ebenfalls bestanden. Potaka ist besiegt. Ich gratuliere. Das hast du sehr gut gemacht. Geh nun zu Datu und lass uns den Ritus beenden. Das wird auch verdammt nochmal Zeit. Ich habe keinen Bock mehr auf den Unsinn. Und als neuer Häuptling sagt er gar nichts mehr dazu, okay? Na gut. Ich habe Salus Hallmak besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen. Weise Entscheidung. Es war nicht meine. Das Schicksal selbst hat meinen Nachfolger gewählt. Doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chaka Hallmaks der Marakai. Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chaka Hallmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Komm später wieder, Gucho. Ich bin gerade beschäftigt. Okay, was haben wir denn Wunderschönes bekommen, ist ja wiederum die Frage, ne? Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Ruhm in der Sammlung. Suchen wir doch mal den Totenschädel. Voodoo plus 1 und verkäuflich. Ja, der Kopf des grausamsten Eroberers der Südsee. Gucho Kabuki, Kabambule. So, dürfen wir uns jetzt die Waffe angucken? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, klar, wir haben da auch ein großes Interesse daran, aber... Ich behalte dich im Auge. Vergiss das nicht. Ja, alles gut. Es ist vollbracht, Chaka Hakeke. Du bist der neue Häuptling. Den Ahnen sei Dank. Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben. Ich werde unser Volk
in eine fortschrittliche Zukunft führen. Es war mir eine Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten, mein Chaka Halmak. Du hast dir wahrlich das Recht verdient, diesen Titel und die besten Waffen der Marakai zu tragen. Waffen ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's mit der Muskete aus? Du redest von dem Donnerstock, den Daiki und ich gefunden haben? Genau den. Ja, es ist dein Recht. Und du hast auch die Fähigkeiten, damit umzugehen. Du sollst ihn haben. Möge er dir auf deinen Wegen nützlich sein. Tja, das war's dann, was? Ich muss weiter. Meine besten Wünsche begleiten dich, Chaka Halmak. Hoshi der Marakai. Orientes Donnerschock erhalten. Genau das ist das Ding, was ich nämlich meinte. Ausrüstung, die rechte Hand. 2x75 Muskete, 26 Schritt, 2 Sekunden. Bajonettschaden, Muskete plus 10. Ein Geschenk von Hakeke, dem nächsten Häuptling der Marakai. Wow. Also ich glaube, wir haben damit die wahrscheinlich beste Waffe im Game gefunden, ne? Es sei denn, es gibt noch irgendwas anderes Legendäres, aber die hat nochmal 5 Schaden mehr. Die ist doppelt. Und die hat sogar ein Bajonett dran. Deswegen ist die so lang. Wow. Shikuraka. Shikubambule. Nicht schlecht. Nee, wir wollen keinen Stress. Danke. Wir wollen keinen Stress. Wir möchten, ehrlich gesagt, ja, wir haben so viele Sachen zu erledigen, ne? Lass mich mal überlegen, was wäre denn am schlausten, wenn wir einmal unten rumgehen und nicht durch die Höhle gehen? Obwohl doch, durch die Höhle wäre eigentlich nett. Durch die Höhle wäre nett. Damit haben wir natürlich eine mordsmäßige Waffe erhalten. Das ist sehr, sehr cool. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir hier jetzt noch irgendetwas Interessantes finden. Dieser dunklen, schönen Höhle. Wir haben sogar Bajonettschaden, richtig? Macht halt leider nicht so viel Schaden, aber es ist auf jeden Fall besser als ohne. Oh, da ist ja noch einer. Sieh mal einer an. Wow. Das ist echt nicht schlecht. Also die plus 5 Schaden mehr, der ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Wollen wir mal eben gucken, was wir hier Schönes drin haben. Also ich meine, unabhängig vom Taschendiebstahl und also man kann einen Charakter ohne Gerissenheit spielen, auf jeden Fall. Es dauert halt nur, bis man natürlich dann gewisse Perks und andere Sachen halt mit sich führt, ne? Was mich so ein bisschen wundert, ist halt, dass unser Freund so still ist. Okay, hier geht es so runter. Interessante Höhlenkonstruktion, wirklich sehr interessant. Haben wir hier überhaupt irgendwas Schönes? Erz oder so? Aber nun gut, müssen wir mal schauen.
Vielleicht kriegen wir es ja dennoch hin. Oh, wir haben mal wieder ein einfaches Schloss. Schön. Nehmen wir natürlich wieder alles mit. Nehmen wir mal die Fackel, die können wir hier eigentlich drinnen lassen, ne? Die brauchen wir nicht. So, dann stört hier auch niemanden. Das ist alles draußen ein bisschen geblendet. Und hier haben wir jemanden, den wir wahrscheinlich gesucht haben, ne? Oh, Gucho, Sheko Tufas Ono Mortau. Was? Weißelmann kommt hierher, ohne anzugreifen. Du bist kein normaler Pirat. Was heißt hier nicht normal? Ich bin sogar ein gefürchteter Piratenkapitän. Sheku? Was meinst du mit Sheku? Warum bist du stolz darauf, Mucho? Naja, ich schätze, weil... Wieso sollte ich dir das überhaupt erzählen? Hä? Wer bist du eigentlich? Ich bin Pandu, Tufas der Marakai. Ich habe mich für die Jagd in den Dschungel zurückgezogen. Sobald ich Stärke und Weisheit erlangt habe, werde ich ein Tonka. Wieso willst du ein Tonka werden? Es ist eine Ehre für jeden Tufas. Jeder dient seinen Stamm so gut er kann. So ist der Stamm stark und wird nicht zerstört. Kennst du dich hier gut aus? Chi, Fremder. Ich habe viel Zeit im Dschungel verbracht. Hast du schon mal eine Feuerwand gesehen? Ich sah Firu unter der Erde. Ich folgte der untergehenden Sonne in das Tal, hier hinter dem Dorf. Es gibt dort einen Weg, der in den Berg führt. Eine Höhle von hier aus im Westen also. Chi, aber ich muss dich warnen. Dort unten lauern Spinnen. Sie sind gefährlich. Aber was meint er denn mit Feuerwand? Hat das etwas mit dem Feuertempel zu tun? Natürlich. Feuertempel, Feuerwand. Das heißt, von hier aus im Westen, das wäre dann quasi gesehen... Dort eine Höhle. Okay. Das werden wir uns jetzt einfach mal merken. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Welche Richtung würden wir hier einschlagen? Den langen Weg. Ne, wir wollen ja erstmal zum Schatz. Ne? Würde ich sagen. Erstmal zum Schatz. In aller Ruhe. Ich meine, der ist ja für die Jagd unterwegs. Der hat uns ja jetzt immerhin mitgeteilt, wo es was gibt. Wird sogar gespeichert. Das ist natürlich nett. Unsere Trefferchance ist schon enorm, ne? Das sieht viel besser aus als zu Beginn des Games. Viel besser. Ah, das ist also die Höhle, wahrscheinlich, wo wir reingehen könnten. Gehen wir erstmal ein paar Runden hier und nehmen noch ein paar Krallen mit. Hatten wir alle? Ich glaube, wir hatten alle. Ne? Wir waren ja nur zu dritt. Wenn wir eine Kralle vergessen haben, ja, dann ist dem leider so. Achso, wow, hast du mich erschrocken. Ja, nicht nett, Feuervögelchen. Ach, hier ist der Schatz versteckt. Sehr schön. Also wenn ich es richtig verstanden habe, liegt das hier Schiff oben im Norden. Dann müssen wir mal gucken. Ich würde aber unseren Begleiter dann nochmal... Ich meine, der Bones ist sehr, sehr still. Der muss erstmal... Dann wollen wir doch mal sehen. Dann nehmen wir vielleicht lieber Patty mit. Einen wundervollen Schatz. Was haben wir drinnen? Ja, schick. Und nochmal so ein tolles Idol. Jetzt haben wir zwei davon, das ist doch schon mal super. Na, durch die Höhle könnten wir gehen. Könnten wir. Jetzt haben wir links und rechts natürlich ein Plateau. Ach du mein. Okay, gehen wir erstmal hier hoch. Vielleicht haben wir was Schönes, vielleicht auch nicht. Sollen wir mal gucken.
Doch, da liegt auch wieder eine Kleinigkeit. Das ist doch nett. Bisschen Gold, die Spitzhacke. Und ein Grog. Ja, hat sich seiner gemütlich gemacht, ne? Die andere Seite hat höher, ne? Sieht aus wie ein Plateau. Müssen wir mal schauen. Vielleicht werden wir da ja fündig, wenn es um die Feuerschote geht, ne? Für scharfe Sachen. Und irgendwo ist ja auch noch der Deserteur. Da ist halt einige hier in der Nähe. Achso, weiter höher können wir gar nicht. Aber immerhin finden wir noch eine Kiste. Verschlossen natürlich. Also Schlösser knacken, finde ich, ist schon Pflicht halt. Sonst entgeht einem viel zu viel. Ohrringe des Kriegers. Dann gib mal her. Oh, da oben kommen wir wahrscheinlich nicht so hoch. Das hat immer gut funktioniert. So, hier auf dem Weg müssten dann irgendwann Piraten sein, meine ich. Die haben wir schon einmal gesehen, oder? Wenn wir jetzt den Weg hier wieder runtergehen, ja, dann müssten wir irgendwo auf Piraten treffen. Was für ein Dschungel, ne? Meine Güte. So, und die Jungs sind böse oder was ist mit den Jungs los? Jetzt kriegst du aufs Maul. Ja, alles klar. Ach, da ist der schwarze Hund. Alles klar. Sehr gut. Feigling! Was heißt denn hier Feigling? Oh, so nicht. Er nennt uns Feigling. Ups, da wollte ich eigentlich nicht hin. Autsch. Ja. Wir gehen mal eben kurz runter und helfen den Bones. Da haben wir halt ein Problem weniger, versteht sich. Ich erwisch dich noch, du feige Sau. Ja, das wirst stehen. Du auch noch. Natürlich, ja, hier, ich bleib stehen. Bitteschön. Oh, wie er davon fliegt. Schöne Treffer. Feigling! Das feindliche Piratenlager eliminiert. So, Bones, komm mal eben rüber. Genau, danke schön. Weil dann können wir nämlich in Ruhe looten. Vielleicht haben die ja was dabei. Da ist der schwarze Hund. Der Dolch des schwarzen Hundes erhalten und eine goldene Maske. War das nicht unsere Aufgabe? Nichts. Hat leider gar nichts dabei. Aber das ist schade. Hat auch noch ein bisschen Gold dabei. Was ist denn bitte der Dolch? Lass uns mal eben gucken. Ach, das ist wahrscheinlich das Beweisstück, das wir ihn gelegt haben. Na gut. Die Trophäe des großen Jägers ist heute ein beliebtes Sammlerstück. Dem Besitzer dient sie als Talisman und verleiht ihm besondere Kräfte. Legenden zufolge soll er in einer Gruft in der Bucht von Maracay zu finden sein. Ah ja. Wahnsinn, wie viele Sachen. Okay, aber nichts Besonderes, ne? Nö. Gut, dann hätten wir das Thema schon mal abgehakt. Mal gucken, ob wir irgendwie noch was Schönes drumherum finden. Das ist ja schon ein besonderer Ort, ne? Immer mit den Aufgaben. Da oben geht es noch hin, da waren wir noch nicht. Ganz schön zerklüftet hier. Was ist das da oben? Ein Grog, so ein kleines Paradies hier, ne? Von den Piraten. Gold-Gold-Pokal.
Eine Muschel und... Aber sonst nichts Besonderes. Okay, schade. Ich dachte, wir hätten jetzt hier so ein mordsmäßiges Geheimversteck. Aber immerhin schon mal ein kleines Versteck. So, hier müssen wir aufpassen, weil wenn wir hier jetzt einfach runterspringen, dann ist schnell Ende, denke ich mal. Ja, genau das meine ich. Wenn wir von ganz oben runterfallen, ist dann und vorbei. So, dann haben wir den schon mal gelegt. Das ist natürlich die Frage, wo befindet sich der Rest? Vor allen Dingen auch der Deserteur, ne? Wir haben viele, viele Aufgaben. Schade, dass wir uns eigentlich nicht zurück zur Inquisition halt laufen können. Und selbst da hatten wir noch Wege links und rechts. Vielleicht sollten wir die auch zuerst gehen. Dann könnten wir auch bei uns nach Hause schicken und vielleicht Patty mitnehmen. Das wäre da auch nett. Wir könnten den Donnerstock natürlich auch... Könnten wir, aber wollen wir das? Das ist wiederum die andere Frage, ne? Wollen wir das? Achso, Bones, bist du eigentlich da? Ja, okay, der kommt. Die Wegfindung ist da auf jeden Fall ordentlich. Ja, wir könnten den Weg noch entlang gehen. Der führt dann wahrscheinlich zum Schiff. Da ist nämlich die Bucht dann wahrscheinlich mit dem Schiff, ne? Aber wir gehen erstmal einen kleinen Ticken zurück. Kommen wir einfach mal. Schicken wir nämlich Bones nach Hause. Unterhalten uns mit den anderen. Achso, nee, nicht hier. Wir müssen hier entlang. Der Weg ist ja immerhin schön weit. Muss sich ja lohnen, ne? Aber vielleicht kriegen wir ein paar Informationen, ob das... Achso, wir könnten uns sogar zur alten Lagerstätte teleportieren. Das funktioniert. Na gut. Achso, Bones, apropos. Dann komm mal direkt her. Wir sollten uns wieder trennen. Klar. Okay. Der will ja nur zur Insel der Toten, aber das ist halt zu still. Viel zu still. Also ich weiß nicht, ob der da wachgerüttelt ist oder absolut nur schweigsam ist. Aber schauen wir mal. Ja, den Weg können wir auch entlang gehen. Dann könnten wir auch nochmal mit Elderik reden, ne? Dass wir ja die Gargoyles umgehauen haben. Aber ich wunderte es, warum wir da oben halt keinen Teleporterpunkt haben. Dafür, dass wir uns jetzt die ganze Mühe machen, wieder einmal zurückstiegeln. Ach, mit ihm können wir vielleicht auch nochmal reden. Guter Pirat, Freund von Habib. Oder auch nicht, okay. Aber dann können wir schon mal sagen, wir haben die Expedition gefunden. Vielleicht kann er uns etwas sagen. Ich habe die Expedition gefunden. Das ist eine gute Nachricht. Was ist passiert? Wo sind sie? Die Expedition hat den Maracay-Stamm erreicht und mit dem Häuptling eine Vereinbarung getroffen. Corrientes schützt das Dorf vor Garcias Piraten und als Gegenleistung erfahren wir mehr über ihre Legenden. Das erleichtert mich. Ich hätte Schlimmeres erwartet. Lass mich wissen, wenn es etwas Neues gibt. Das machen wir doch. Also stimmt das doch? Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Okay, er hat nichts Neues für uns. Dann nehmen wir doch einfach mal die gute Patty mit, oder? Ich meine, Venturo wäre natürlich auch sehr cool, ne? Diesen Mistkerl Harlock haben wir schon mal. Jetzt wird's langsam spannend. Ganz genau deswegen. Komm mit. Ei. Ei. Ich weiß nicht, ob wir am Anfang die Wege links und rechts gegangen sind, deswegen es wundert mich gerade ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall, oh mein Gott, den Schatz noch, den können wir uns markieren. Und der ist irgendwo da unten drin. Ja. Okay, dann gehen wir erstmal zum Lager. Schiff.
Teleportieren. Ein bisschen, naja, merkwürdig. Laufen wir eigentlich richtig? Ja. Und diesmal gehen wir halt dann nach links. Kreuzung. Jetzt haben wir uns nicht mit Eldrick unterhalten, ne? Aber okay. Irgendwann müssen wir ja eh das Schiff dann auch wieder verlassen. Jetzt haben wir schon mal eine goldene Maske. Können wir die in den Tempel bringen? Dann haben wir das. Achso, warte mal. Ist das nicht der erste Tempel, wo uns der Geist? Ja, das ist der erste Tempel. Hier müssen wir nicht rein. Und der Typ ist bei uns auch schon auf dem Schiff. Aber es ist ja ein eigenes Kapitel. Ich meine, die Patty hat ja schon ihren Senf dazugegeben. Sagst du eigentlich noch irgendwas dazu? Nee, ne? Okay. Na, dann gehen wir doch mal einfach hier oben ein wenig entlang und gucken mal, was uns so Schönes erwartet. Ein Truthahn ist natürlich eine Verlockung. Oha, ist das nicht der... Na klar ist er das. Einfach am Lagerfeuer. Und er greift uns nicht an? Ja, dann ist doch klar, dass hier was nicht... Was machst du denn hier alleine? Angus. Unsere Truppe ist von den Piraten angegriffen worden. Einer von den Schweinen hat mir ins Bein geschossen. Also bin ich in den Dschungel und hab mich versteckt. Ich hätte genauso gehandelt. Mir blieb leider nichts anderes übrig. Wenn ich mich nicht hier versteckt hätte, wäre ich jetzt sicher tot. Einfach mal hier. Kennen wir uns nicht? Ja, schon. Ich habe dich in der Kristallfestung gesehen. Eben. Ich habe mich damals auf diese unglückselige Expedition vorbereitet. Da sahst du aber noch anders aus. Ja, man weiß nie, wo es einen hinzieht. Corrientes schickt mich. Er lebt noch. Du glaubst gar nicht, wie mich das erleichtert. Naja, auf dich ist er weniger gut zu sprechen. Wie meinst du das? Er will, dass ich dich töte. Was? Das kann doch nicht sein. Na, eben drum. Zieh deine Waffe, wir lassen uns was einfallen, um Gottes Willen. Das ist doch eine Inquisition, ne? Wir lassen uns was einfallen. Komm erst mal mit. Hier kannst du nicht bleiben. Wo sollen wir denn hin? Ja, wir reden mit Corrientes? Nee. Wir gehen erstmal zu Valdez, ne? Wir gehen zu Valdez, ins Basislager. Na, wenn das mal gut geht. Okay, dann nehmen wir den mal mit, der schließt sich uns an. Oh je, und jetzt nochmal den ganzen Weg zurück? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Gibt es hier nicht irgendwie eine schöne Abkürzung rüber? Darf ich mich mit dem teleportieren? Oh, sorry. Ja, dürfen wir. Na gut. Der kam ja wie aus der Pistole geschossen. Der war ja schneller wie meine Muskete. Also wir bringen ihn auf jeden Fall zu Valdez, weil da wissen wir, das ist die Inquisition. Also, nee. Das ist mir ehrlich gesagt viel zu heikel. Seid ihr noch da? Nummer 1, Nummer 2, wunderbar. Ich weiß nicht, ob die sich teleportieren. Kann sein. Gehen wir wieder den einfachen, normalen Weg runter. Ja. Ach je. Ich kann mich halt ehrlich gesagt nicht dran erinnern, was hier gelaufen ist. Also es ist zu lange her. Aber ich habe ein ungutes Gefühl. Und deswegen bringen wir ihn erstmal darüber. Ich kann das Basislager schon sehen. Komisches Gefühl, wieder hier zu sein.
Ich dachte, ich sehe diesen Ort nie wieder. Weil hier ist er auf jeden Fall safe. Hier ist alles super. Noch eine Gaganus. Jetzt bin ich nämlich mal gespannt, ob er auch diesen, ne? Der Saturn. Ah, Angus ist also wohl auf. Gut zu wissen. Ja, eigentlich habe ich von Corrientes den Befehl erhalten, ihn zu töten. Aber ich dachte, ich bringe ihn erstmal ins Basislager. Zu töten? Da hast du bestimmt was falsch verstanden. Ganz genau. Wieso überrascht dich das? Wir erschießen unsere Leute nicht. Wir sind doch keine Barbaren. Was genau hat er denn zu dir gesagt? Er sagte, Angus sei während des Kampfes mit den Piraten abgehauen. Er wollte erst Scarpetta schicken, um ihn zu töten, aber dann hat er mir den Auftrag erteilt. Moment mal. Scarpetta ist einer von Garcias Leuten. Du meinst? Das ist nicht Corrientes, mit dem du gesprochen hast. Es ist Garcia. Oh, wow. Was machen wir jetzt? Am besten, du gehst so schnell wie möglich zurück. Ich hoffe, er hat nicht schon zu viel Schaden angerichtet. Das hoffe ich auch. Oh. Sind dadurch jetzt irgendwelche Aufgaben abgebrochen? Weil wir hatten noch den schwarzen Hund und so, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Nachher noch mal was Leckeres essen und dann ein wenig ausruhen. Nee, es ist anscheinend alles noch so, wie es ist. Okay. Das heißt, sie haben noch gar nichts davon spitz bekommen. Ich schätze, ich habe den schwarzen Hund und seine Leute erledigt. Das kann ja jeder behaupten. Sehe ich aus wie jeder? Wenn du mir den Dolch zeigst, den er mir in den Rücken gerammt hat, werde ich dir glauben. Hier ist der Dolch vom schwarzen Hund. Was sagst du jetzt? Du hast dieses miese Schwein tatsächlich erwischt, ja? Sieht ganz so aus. Dieser Dolch ist die erste Waffe, die mich jemals verletzt hat. Weißt du das? Dann hast du wohl bisher Glück gehabt. Ich muss ihn haben. Verkauf ihn mir. Ich gebe dir 1000 Gold dafür. Oha. Guter Kurs. Hier, hast du den Dolch. Ah, sehr gut. Hier hast du die Münzen. Wüsste nicht, warum wir den behalten sollten. Das ist jetzt kein legendärer Gegenstand, ne? Das passt ja eigentlich soweit. Wir werden uns natürlich mit ihm jetzt auf jeden Fall noch nicht unterhalten. Warum tust du das? Weil ich einfach bis Mittag schlafe, meine Liebe. Also das... Da. War doch klar, ne? War doch irgendwie sonnenklar. Wir sind keine Barbaren. In der Tat. Okay, dann erstmal weiter nach Plan. Vielleicht finden wir noch ein paar schöne Hinweise. Ne, das Piratenschiff, dieses, jenes. Weil wenn wir ihn jetzt drauf ansprechen, dann können wir den wahrscheinlich natürlich vor Ort töten. Aber das ist doch... nicht unser Plan, oder? Es ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, wie wir das am besten handeln. Aber lassen wir uns mal überraschen. Oh, wie hell hier auch alles ist. Da hinten sind wir entlang gegangen für einen Panther. Wir gehen mal den Weg. Ich glaube, wir finden noch viele, viele andere Beweise, dass wir wissen, dass er nicht er ist, ha? Ach, guck mal, sieh mal einen an. Was ist das denn hier Schönes? Eine Feuerschote. Ah, wo viel Licht ist. Ja. Er hat dir gesagt, ich hoffe, hier geht's gut. Aber hier geht's ja gut. Das sieht super aus. Hi. Takapo Gucho, pass auf, wo du hintrittst. Was? Die meisten Pflanzen, auf denen du herumläufst, sind essbar. Ich habe mit Jamila gesprochen. Und was sagt sie? Ich soll jetzt die Feuerschoten für sie sammeln.
Gut, eine habe ich gefunden. Hier, nimm sie. Dankeschön. Hast du denn keine Angst, so alleine hier draußen? No. Und was ist mit den Piraten oder wilden Tieren? Ich habe schon als Kind im Dschungel Pflanzen gesammelt. Die Tivas werden mich schützen. Ganz schön mutig. Wir brauchen die Pflanzen und ich lasse mich nicht einsperren. Verstehe. Was sammelst du denn so den ganzen Tag? Pflanzensamen und Hülsenfrüchte, die wir zermahlen. Manchmal suche ich auch besondere Pflanzen und Kräuter für Jamila. Sie kennt die alten Rezepte unserer Vorfahren. Ich bin ihre Jamila, ihre Hilfe. Ja, die sind hier in der Gegend, ne? Weißt du, wo noch mehr Feuerschoten sind? Sieh dich mal hier in der Nähe um. Es wachsen oft Feuerschoten auf diesem Plateau. Ich bin mir sicher, du bekommst 4 zusammen. Alles klar. Ja, dankeschön, natürlich. So. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Dürfen wir da dran? Hast du was dagegen? Nee, ne? Da kein Haus oder so. Sehr gut, sehr gut. Schön. Dann haben wir sie dann auch schon mal direkt gefunden. Das freut mich sehr. Da unten würde noch ein Weg entlang gehen. Und hier ist Ende. Ging eigentlich die Höhle beim Panther weiter? Nee, ne? Ich meine nicht. Das heißt, wir haben hier eigentlich im Tal alles erstmal erledigt, ne? Mhm. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ich weiß nicht, ob wir hier sonst noch was finden. Ich glaube, hier irgendwo im Osten, ne? Hier waren wir halt noch nicht. Ein bisschen Schrot und Grog. Nett. Aber hier waren wir noch nicht. Ja. Der Weg ist auf jeden Fall für uns neu. Also nicht den, den wir gerade entlang gehen, zum Teil. Aber der hinter uns mit der Ruine. Dann müssen wir eben gucken, wo die Wege hingehen. Hier geht's zum Tempel hin. Warte mal, wir haben doch schon so eine goldene Maske. Wollen wir die nicht zurückbringen? Die Kampfmusik ist echt stark. Und unsere Muskete ist der Hammer. Haben wir da oben irgendwas Schönes versteckt? Sieht halt immer so danach aus, ne? So kleine, leichte Abzweigungen. Ich liebe ja so etwas, ne? Ich meine, überhaupt die ganzen RPGs, da kann man sich Stunden, Millionen Tage damit beschäftigen, dass man jede Ecke abgrast. Und man denkt, man hat was verpasst. Ah, das sieht doch hier richtig gut aus. Boah, der arme Krieger. Der ist mal ordentlich kassiert, wa? Sehr gut, Patty. Da kommt noch mehr. Wir haben halt keine Chance. Hatten wir nicht noch einen? Doch. Ja, sind wir mal vorsichtig und speichern. Wir wissen ja, was uns ungefähr erwartet. Boah, ist das Dust. Ja, war ja klar, dass wir noch mehr haben. Du sagst es, meine Liebe, du sagst es. Ich glaube, würden wir... Also würde ich... Ei. Würde ich so einen Termitenkrieger gegenüberstehen? Ich würde ja schreiend weglaufen. Ein toter Pirat. Was? Nein. Oh Gott, warum stellen wir da was auf? Eine goldene Maske halten, alles klar. Und wofür ist das? Ach so. Okay. Du wirst jetzt nicht doch noch schwach, Bruder. Ich war nur neugierig, ob du noch da bist und aufpasst. Ich bin da und werde da sein, wenn du unsere Gräber schändest, die die kleine Maske vom Altar nimmst. Ehle die Altare! Nur das!
ist wichtig. Ich werde mein Bestes geben. Das ist gut. Eine weitere Warnung wird es nicht geben. Ich werde dich beobachten. Ich glaube, wir haben es verkackt, weil der Weg ist zu. Verdammt. Schade. Weil wir dürfen das Idol nämlich jetzt nicht mehr aufheben. Was ist das denn für eine Aufgabe, Mann? Na gut, haben wir den Krieger halt jetzt hier nochmal, ne? Ach so. So, und jetzt schön vorsichtig und langsam. Sehr gut. Muss mal die Fackel. Also, der tote Pirat, der hat dabei die goldene Maske und die sollen wir ja zurücklegen, richtig? Eine Jaguarpfote. Westervolk. Die durften wir mitnehmen, ja, ohne dass wir Mecker kriegen. Also, hier ist der Altar. Aber wo sollten wir das denn hinlegen? Mach mal den Sarkophag auf. Dürfen wir hier die Sachen rausnehmen oder kommt er dann auch? Speicher mal bitte. Wo war richtig einen hier? Aber er hat doch gesagt, wir sollen die Gräber heilen. Vielleicht haben wir etwas missverstanden. Die Totenruhe. Das ist richtig. Grabräuber, wo bleibt Dingens? Genau. Das Grab der Ahnen. Ich muss die vier goldenen Masken zurück zu den Gräbern bringen, um die Geister der Ahnen zu besänftigen. Die vier goldenen Masken. Inventar, Plünder, 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 Plunder. Nichts zu holen. Nichts. Wo haben wir denn? Eine Königsmaske, Priestermaske. Vielleicht war es auch einfach nur so. Nee, hier, goldene Masken. Okay. Und dann machen wir das erstmal so. Dann sammeln wir die erstmal. Wir werden ja schon sehen, wo wir eine Maske reinstecken können, um nun mal letztendlich ihn zufriedenzustellen, ohne dass er uns den Kopf abreißt. Wer oder was auch immer der Geister ist. So, das heißt, wir waren hier drin. Ich muss mir eben auf der Karte gucken. Wir waren da drin, wir waren hier drin. Gegenüber könnte noch eins sein. Ne? Da sind wir noch nicht drin gewesen, obwohl... Ja, ist richtig. Gegenüber. Da ist natürlich nur die Frage, wo ist der Eingang davon, ne? Da oben geht es hoch. Ne, links davon, okay. Kann doch sein, dass wir da schon drinne gewesen sind. Möglich, aber... Das sieht nicht danach aus. Gehen wir mal hinein. Kann doch sein, dass ich mich jetzt vertue. Oh je. Eine nackte Leiche. Hier liegen jede Menge Leichen von Eingeborenen und Weißen. Seltsam, sie haben gar keine Kleidung an.
Okay, kleiner Augenblick. Sodale. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Was mich halt direkt wundert ist, hier steht halt... Achso, hier sind ja auch noch einige. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Oh. Na, kommt er? Oder kommt er nicht? Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ja, schon klar, schon klar. Ich glaube, da ist noch einer, oder? Achso, lädt noch nach, ne? Ja. Ah, warum finden wir hier Leichen? Wir haben ja gehört, dass sie sich ein bisschen Reibereien, ne? Aber dennoch, das ist sehr merkwürdig. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Mhm. Speicher vorsichtshalber mal. Nicht, dass der Geist kommt. Können wir ja alles nehmen. Sollte er nicht sauer sein, ne? Hier liegen noch mehr. Ah, ist das jetzt richtig, ob wir da auf den Altar eins draufstellen, damit wir in die nächste kommen? Ja, oder? Ja, stell's mal drauf. Schauen wir mal. Dann steht halt hier ein Idol. Genau das. Und es war überflüssig. Gut. Wir brauchen ja nur die Masken. Der Rest kann uns ja egal sein. Ich meine, wir kennen die Wahrheit ja schon. Das heißt, dass die Leute, die hier liegen, in Wahrheit die Leichen sind von der Inquisition, oder? Die haben sich dann die Rüstung angezogen. Na, schon merkwürdig, ne? Schon merkwürdig. Gut, wir wollten ein bisschen weiter nach links gehen und dort noch den Weg hinaufgehen.
Gassier-Schiff wird auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Was ich mich halt frage, auch wenn wir wissen, dass das höchstwahrscheinlich Gassier ist. Nee, das ist der Tempel. Wir müssen noch eine weiter. Was ich mich halt frage in dem Zusammenhang ist, hat es eine Meuterei gegeben? Müsste es ja, ne? Sonst würde ja der Gassier nicht sagen, hör mal hier, bring doch mal die Piraten um. Anders kann ich mir das gar nicht erklären. Oh, war natürlich ein bisschen fehl, ne? Kurz nachladen. Also irgendwas ist auf jeden Fall passiert mit der Mannschaft von Gassier. Bin mal gespannt, wenn wir das auflösen, was es letztendlich gewesen ist. Bin ich ja mal gespannt, wo der Weg hinführt. Oder ist das hier Sackgasse? Nee, der führt weiter. Würde mich nicht wundern, so eine Meuterei, das ist ja bei Piraten üblich gewesen. In gewissen Zusammenhängen, ne? Und vielleicht hatte ja Garcia andere Pläne und die restliche Mannschaft hat dann halt gesagt, hör mal, pass auf. Da machen wir nicht mit. Machen wir einfach nicht mit. So, jetzt sind wir hier. Das ist der Weg, der natürlich darüber führt. Ja. Dann könnten wir auch gehen. Ja, immer den Weg zuerst. Ist halt noch eine Menge zu erkunden. So viel fehlt uns gar nicht, ne? Das war halt richtig Schaden verursachen. Was mich so ein bisschen wundert ist, obwohl wir diese kritischen Treffer da gelernt haben, dass die doppelt so häufig halt nun mal passieren oder auftreten, sind doch recht selten. Also kritische Treffer sind echt selten. Ich weiß ja nicht, in was für einem Zusammenhang das berechnet wird. Vielleicht liegt es an unserem eigenen Musketengeschick. Was er sein kann, aber so oft hatten wir sie nicht, ne? Oh, schau mal, wie schön. Da ist er, der Panther. Oh, verdammt, hat er uns erwischt. Leertaste Spam. Was mich aber sehr freut, ist, dass wir uns gar keine Sorgen machen und uns hier in aller Ruhe umgucken können, wenn es darum geht, dass wir genug Munition dabei haben. Dass wir nicht irgendwie jetzt ausgeliefert sind. Das finde ich nett. Warum führt hier einfach nur so ein einzelner Weg nach oben? Das ist doch nicht noch wegen einer Pflanze, oder? Aber da ist nichts. Ah, die Welt ist wieder sehr schön gestaltet. Gefällt mir gut. Hat mir in Risen 1 auch schon gut gefallen. Außer, na gut, in Risen 1 muss man dazu sagen, wenn man die Höhlen mag oder die Tempel, die sind ja anders wie hier, dann macht das halt schon Spaß. Aber man muss halt die ganze Zeit in der Dunkelheit rumlaufen. Das war halt je nachdem, ich sag mal, was anstrengend. War ja mal wieder ein Crit. Deswegen, das hat ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Die ganze Zeit in der Dunkelheit mit der Fackel über die Echsenmenschen. So, hier führt jetzt ein Weg nach oben in eine Sackgasse, wenn ich das richtig sehe. Werden wir dem Weg erstmal folgen. Das sieht aus, als wäre das anscheinend hier etwas Besonderes. Vielleicht der Friedhof oder so. Weil den haben wir, glaube ich, auch noch nicht entdeckt. Oder wo führt der Weg hier hin? Hm. Auf jeden Fall von den Eingeborenen, ne? Den Schamanen gefunden. Schamanen.
Ahne. Salü? Wieder ein neues Gesicht. Bist du ein Hoshi, Fremder? Oder willst du auch nur zerstören? Wie die anderen Guchos? Ich will euch unterstützen. Die Tivas werden dich strafen, wenn du mit gespaltener Zunge sprichst. Darum werde ich dich anhören. Du bist Fremden gegenüber ganz schön misstrauisch. Zwei Guchos kommen zu den Marakai. So prophezeit es die Legende. Der eine ist ein Hoshi, ein Freund. Der andere Kabuki, der Feind. Darum sehe ich sie mir genau an. Ja. Interessant. Was ist das für eine Legende? Die Legende sagt, Kabuki bringt den Tod. Hoshi geht durch das Feuer und vertreibt den Tod durch die Macht der Hike, unserer Ahnen. Verstehe. Du erkennst deine Freunde also an ihren Taten. Ja, sagt man das nicht so? Hm? Kann ja immer viel erzählen, aber man ist, was man tut. Warum lebst du nicht im Dorf? Vor langer Zeit war ich selbst Shaka der Marakai. Aber ich habe meine Aufgabe einem Stärkeren übergeben und widme mich nun den Voodoo-Künsten. Ziemlich trostloses Leben. Trostlos ist es nur für diejenigen, die nicht sehen können. Hier draußen bin ich ungestört und näher bei den Hike. Ja gut, aber ja. Kannst du mir dein Voodoo beibringen? Dein Voodoo ist schwach. Ich kann dir nichts zeigen. Ja, ich weiß, wer der Feind ist, richtig. Sollten wir darauf schon antworten? In dem Ahnengrab vor dem Dorf habe ich nackte Leichen gefunden. Es waren zwei Eingeborene dabei, aber die meisten waren weiß. Das ist mir ein Rätsel, Gucho. Es gab wohl Bambule zwischen Marakai und Piraten. Ja, wahrscheinlich. Ach so, ich weiß jetzt, wer der Feind ist. Gab es hier viel mehr Aufgaben anscheinend zu erledigen oder Hinweise, die wir finden können? War das jetzt viel zu früh, was wir gemacht haben? Wahrscheinlich, ja? Ich weiß jetzt, wer der Feind ist. Garcia hat sich als Kommandant Corrientes ausgegeben. Genau. Er hat den Marakai-Stamm getäuscht. Ist das wahr, Gucho? Leider, ja. Dann haben wir den Kabuki hineingelassen. Du musst dich darum kümmern, bevor es zu spät ist. Nimm auch du das Blut der Ahnen an dich. Das werde ich. Yalla, yalla, Hoshi, verlier keine Zeit. Wegen der nackten Leichen. Ich glaube, ich kann mir jetzt denken, was passiert ist. Der Kabuki hat den Blaurücken die Kleider gestohlen. Ja. Ja, ich habe die richtige Expedition gefunden. Ich werde mich um die Toten kümmern, Hoshi. Okay. Ja, vielleicht findet man dennoch viel, viel mehr Zeug halt, ne? Wir speichern mal eben kurz hier. Ich hoffe, der ist uns jetzt nicht sauer. Das verschlägt uns mit der Rassel. Ich glaube, dass man hier ganz, ganz viele Hinweise finden kann, um das Rätsel um Garcia, ne? Da müssen wir mal schauen. Joa. So, auf mit dir. Ritual plus 10. Es ist aber nett, dass er uns halt die Sachen nehmen lässt. Ich hoffe, das hat jetzt keine krassen Auswirkungen darauf. Aber ich glaube, wir verlieren dadurch ein wenig Erfahrung. Ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Es kann natürlich sein, weil wir viele Rätsel jetzt einfach überspringen wahrscheinlich. Hm. Vor allen Dingen finde den Schamanen. Ja, woher soll man es halt wissen? Woher soll man es halt wissen? Wir wissen ja schon längst, dass es Garcias ist. Aber mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch ein paar hilfreiche, nette Sachen, Tipps und Tricks, die wir verwenden können, um Garcia dann im Gespräch auf die Schliche zu kommen. Und der war stark.
Oh, ein Schafblick. Alleine an. Ich will gar nicht wissen, wie viele besondere Pflanzen wir vergessen haben aktuell. Das ist ja auch noch eine Truhe. Obwohl, nee, wir sind schon einmal im Kreis rum, ne? Ja, sehr schön. Das heißt, das haben wir erkundet. Lass mal einen Blick auf die Karte werfen. Ja, das ist korrekt. Schön. Dann hatten wir das schon, weil das Letzte, was ich machen möchte, ist, dass wir in den Feuertempel gehen. Ja, das ist ja klar. Sollte vielleicht das Letzte sein. Und wo der ist, sieht man, denke ich, auch mal ganz klar auf der Karte. Aber er geht durch das Feuer. Wir haben jetzt hier noch mehr legendäre Gegenstände bekommen, ne? Warte mal, Charakter, Sammlung. Das letzte Mal war es ja der Kopf. Der Totenschädel, genau. Und jetzt hatten wir... Achso, die Jaguar. Rote. Ritual plus 10. Ich weiß nicht, warum man so etwas mit sich mit... Boah, da kriege ich Gänsehaut mit... retten sollte. Der Kampf mit dem Biest dauerte 3 Tage, 3 Nächte. Schlimmer Kampf gewesen sein. Aber sehr schick. Er hat uns jetzt das Blut der Ahnen gegeben, hat er gesagt, ne? Die Gerissenheit können wir steigern. Oder wir gehen auf Feuerwaffen 10. Ich glaube zuerst die Feuerwaffen auf 10, weil dann sind wir voll ausgeskillt. Müssten wir noch einmal zurück nach Caldera. Und dort natürlich lernen. Wir wissen ja, wo wir was lernen können. Das Gold müssten wir auch dafür haben. Und jetzt gehe ich mal davon aus. Schnell nachladen. Ach du meine Güte, ich will gar nicht wissen, wie schnell wir dann schießen. 1 Sekunde Nachladezeit oder so. Und ich glaube, wir konnten auch noch irgendetwas lernen, oder? Fähigkeiten, Feuerwaffen. Die Donnerflinte. Die Abklingzeit für Schrotflinten und Gewehre wird deutlich reduziert. Und Muskete 3. Erhöht das Talent Muskete um 15 Punkte. Und die Pistolen, ne? Dann sind wir bei Muskete um 15 Punkte. Das ist schon... Das ist weit. Das ist weit. Ich meine, 70 Punkte jetzt schon ist weit. Aber dann nochmal 15 Punkte. Ist schon eine Menge. Ist schon eine... So, dann müssten wir den Weg hier mal entlang gehen und mal gucken, was uns hier oben erwartet. Und siehe da... Mal wieder jemanden gefunden. Hi. Nicht bewegen, Gucho. Ka, Taopi. Hallo? Willst du dich etwa mit uns anlegen? Bleib locker, ich bin keiner von Garcias Piraten. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Ich will dich nicht töten, aber ich werde es tun, wenn es sein muss. Ich mach dir schon keinen Ärger. Deine Frau Dara schickt mich. Sie will, dass du nach Hause kommst. Solange die Plünderer hier sind, werde ich nicht gehen. Kannst du mir was beibringen? Oh no, Gucho. Nicht solange unsere Gräber geschändet werden. Okay, okay. Was machst du eigentlich hier? Piraten plündern unsere Gräber. Es sind zu viele für einen Racker. Einen Kampf. Aber ich behalte sie im Auge. Ja, dann werden wir doch mal dahin gehen, ne? Was? Das ist ja schon fies, ne? Was plündern die Piraten aus den Gräbern? Alles, was aus Gold ist oder glänzt. Zum Glück lassen sie ihre Beute oft alleine. Ich konnte ihnen einiges heimlich wieder wegnehmen. Ah ja, interessant. 400 Gold. Das ist schon mies. Ich guck mir das mit den Piraten mal an. Capo Ono Bambule. Was? Pass auf, dass du keinen Ärger machst. Ich mach das schon. Oh ja, die Plünderer der Ahnengräber. Hör mal, wir gehen da oben hoch und hauen die einfach um. Piraten, was soll man da erwarten? Ich schneide dich in Streifen. Ja, genau das. Oh. Oh. Na, wer will? Der eine fliegt gleich schon mal weg. Autsch. Sehr schön. Aua! Lass das mal schön bleiben. Nummer 1, Nummer 2. Ah, Finger immer noch hart ins Gesicht, ne? Kann nur Schwierigkeitsgrad sein. Ach, da sind die Grabidole. Dick, wo sind deine Waffen geflogen? Ach, sieh mal einer an. Perfekt. So wie wir es gerne hätten, ne? Die Waffen sind jetzt einfach irgendwo im Stein verschwunden. Schade.
Sollen wir direkt eigentlich hineingehen? Könnten wir doch auch tun. Gucken wir doch mal, ob wir da vielleicht noch irgendwas drin finden, was wir benutzen könnten. Ein paar Schätze oder wir bringen eine Maske zurück. Ah, diese Schlösser. Die fordern einen richtig. Da fand ich das alte System besser, bin ich ehrlich. Aus Risen 1 das System fand ich deutlich besser mit den Schlössern. So, wir legen uns nochmal hin, bis Mittag schlafen. Da sollte ja nicht allzu viel passieren. Ich hoffe kein Unwetter. Ja, das ist schön hell. Das gefällt mir deutlich besser. Also, wo sind eure Waffen? Das ist halt, wenn die so weggeschleudert werden, dann... Halt schade, ne? Hätten wir gut verkaufen können. Nicht, dass wir jetzt Goldprobleme haben, aber nicht, dass da einer von denen vielleicht noch eine bessere Pistole dabei hat oder so. So, was haben wir hier drinne? Die haben hier fleißig geplündert, ne? Haben sie. Da gehst du alleine hin. Was? Warum sollte ich das tun? Da unten sind Ghule. Patty. Bin wieder da. Ja, super. Dankeschön, dass du nicht mitkommst. Dann unterhalten wir uns erstmal mit dem, bevor wir da alleine in die Höhle des Löwen springen. Ich bin nämlich sehr unsicher, ob wir das tun sollten. Ja, wir haben die Grabidole. Das ist schon mal wichtig. Du kannst wieder nach Hause gehen. Die Plünderer sind tot. Du trägst die Kleider der Piraten. Aber du scheinst ein Hoshi der Marakai zu sein. Darum werde ich tun, was du sagst. Bleibe wachsam, damit auch du deine Feinde erkennst. Mach ich. Werden wir. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Chi. Nun, da die Piraten tot sind, kann ich dir zeigen, wie man den Speer benutzt. Der Speer wäre ja eigentlich total toll, wenn es einen guten Speer gäbe. Wir haben aber noch nie einen gefunden, der über 40 Schaden machte. Speer ist halt der Speer, keine Ahnung. Vielleicht skaliert der Speer auch anders, aber na gut. Das Problem ist, wenn wir da reingehen, ist die Frage, wie kommen wir wieder raus, ne? Also wie ich das sehe, ist das nur ein... Da gehst du alleine hin. Naja, eben drum. Na gut, wir speichern mal und gucken mal. Mit einem Ghoul sollten wir fertig werden. Vor allem, wenn wir kritisch treffen. Also, wir kriegen hier noch eine schöne Schale. Und ein Idol. Ne, eine Statuette. Wir futtern mal eben was. Wenn hier ein Wächter ist, dann sind wir nämlich im Eimer. Da habe ich ehrlich gesagt echt wenig Interesse dran. Ein toter Pirat. Oh mein Gott! Eine goldene Maske haben wir erhalten. Okay. Also wir müssen hier rein, leider letztendlich. Okay, wenn du zu blöd bist, den Weg hier runter zu finden, ich habe damit kein Problem, Wächter. Boah, ist das mies. Wenn der uns trifft, haben wir richtige Probleme. Ja, genau, mach den Angriff, der ist gut. Ne, nicht seitlich. Nein, 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 nein. Genau, mach den Schwinger. Oh Gott, der darf uns damit nicht treffen. Ohohohoho. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das sage ich euch. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ich hoffe, es gibt nicht noch einen. Oh, habe ich mich erschrocken. Ah, ja. Duck. Da ist der Weg wahrscheinlich nach draußen. Mhm. Die goldenen Masken sind doch super. Haben wir noch ein bisschen Glitzer. Dingi. Aber keine Aurikulki. Bitte nicht noch ein Wächter. Nee, okay. Ah, Glück gehabt. Glück im Unglück. Oh. Ja, und jetzt müssen wir natürlich raus, ne?
Das heißt, wir müssen uns vor allem... Müssen wir? Ja, wir müssen uns von einem Idol verabschieden. Ist aber... Nee, das ist eine goldene Maske. Haben wir etwas verpeilt? Eins, zwei, drei, vier. Und der große Tempel. Ja, wir haben was verpeilt. Okay. Das heißt, wir dürfen nochmal überall durch die Tempel durch. Hm. Unglücklich. Aber gut, jetzt haben wir es verstanden. Ah, so ist das, ne? Auch der Sanku weiß nicht alles. Aber deswegen spielt man ja auch die Games nochmal. Damit man es dann weiß. Damit man sich daran hat. Ah, weißt du noch, die Tempel? Da musste man doch die goldenen Masken überall zurückbringen. Ich dachte, das wäre halt eine Maske, die man in so eine... Ne? Fassung hineinlegt und nicht so ein Idol. Das ist also das, was er wollte. Gut. So, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. Wir haben auf jeden Fall... Wir müssten hier jetzt alles entdeckt haben. Hier war die Höhle des Panther. Da oben ging es nicht weiter. Mhm. Wir könnten hinter uns mal eben noch kurz rein. Frage ist halt aber, inwiefern müssen wir da die Maske aufstellen? Was für eine Maske? Mal eben kurz durchgeflitzt. Da sollte ja nichts mehr passieren, oder? Das heißt, wir müssen einmal drumherum laufen. Und dann war das ja hier, ne? Am Altar. Wir speichern mal. Werden wir da wirklich eine Maske auf? Oder ein Idol. Nee, es ist eine Maske. Eine goldene Maske. Ja. So weit, so gut. Herr Patty, du musst den... Achso, okay. Den anderen Weg wollte ich gerade sagen. Laufen. Das heißt aber auch mit anderen Worten, wir dürfen dann eben kurz gegenüber hinlaufen und dort dann nochmal die Maske hinstellen. Und dann haben wir es ja schon fast geschafft, hör mal. Na, schon ein schnelles Kapitel, ne? Ich bin mal gespannt, ob der Geist sich dann dafür bedankt. Hat uns ja ganz schön angemault. Wir dürften natürlich auch alles mitgehen lassen. Aber dann kriegen wir, glaube ich, Probleme mit dem. Und das sieht nach einem ziemlich dicken Wächter aus. Das heißt, hier müssen wir nochmal durch. Haben wir denn noch eine goldene Maske dabei? Ja. So, hier am Altar. Das ist gut. Die Grabaltare sind geheilt. Ich danke dir, Fremder. Keine Ursache. War ein Kinderspiel. Wir werden endlich ins Totenreich gehen können und unsere wohlverdiente Ruhe finden. Was dem Volk der Marakai einen großen Dienst erwiesen. Brich mit dem Ältesten der Marakai. Er wird dich mit weltlichen Dingen dafür belohnen. Doch sei gewarnt, wenn sich noch einmal jemand an den Masken vergreift, werden wir wiederkommen. Ja, ist klar. Dann mach's mal gut. Wohl, Fremder. Also mit anderen Worten, sollten wir die Maske jetzt aufheben, kriegen wir einen auf den Deckel. Dann lassen wir es einfach liegen. Lassen wir es einfach liegen. Es war super, dass wir hier die Aufgabe abschließen konnten. Und ja, ich meine, wir haben so viele Schätze wieder geplündert, da müssen wir jetzt nicht unbedingt gierig werden. Das ist ja die Lektion dahinter. Obwohl es mich schon ein bisschen in den Fingern jucken würde. Inwiefern... Was dann passiert, wenn wir die Sachen doch aufnehmen würden, ne? So, wir haben uns um viele, viele Probleme gekümmert. Jetzt müssen wir mal schauen. Mit den Jungs müssen wir uns nicht unterhalten, ne?
Hier sind die Idole deiner Familie. Sie sind es wirklich. Ja. Kawonga Samo Gucho. Vielen Dank. Du kannst dir eine Belohnung aussuchen. Ich habe einen Totenkopfring, der dich stärker macht. Oder einen Voodoo-Trank, der deinen Geist stärkt. Ich will den Totenkopfring. Möge er dich schützen. Okay. Ich habe alle Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken liegen nun wieder an ihrem Platz. Ich spürte bereits eine Besänftigung der Hike. Sprich mit unserem Schamanen Osamu. Er wird deine Tat belohnen. Mhm. Wo finde ich Osamu? Er lebt. Geh auf. Das braucht man nicht. Das überspringe ich mal. Zeig mir, wie ich mit dem Speer kämpfe. Da ist alles wunderbar. Yala, yala. Er ist immer noch ein bisschen sauer. Möge deine Waffe niemals versagen, Halmak. Er ist uns gut gegenübergestellt. Ich habe mit Koraka gesprochen. Er wird keine Piraten mehr jagen. Die Plünderer bei den Ahnengräbern sind tot. Dafür danke ich dir, Hoshi. Du bist ein guter Mensch. Hier, nimm das für deine Mühen. Dankeschön. Dank der Überzeugung. Das ist doch nett. So, und dann einmal zu dem Essen, obwohl hier bin ich mir nicht sicher. Ja, ich habe 4 Feuerschoten für dich. Ich hoffe, du hast nicht versucht, sie zu essen. Nee. Nein, die brennen schon auf der Haut. Gut, warte, Gucho. Ja, deswegen. Die will, dass wir essen. Hier hast du deine Belohnung. Und du bist sicher, dass man das essen kann? Ono Palava, Kayala Gucho. Nicht quatschen, machen. Lieber nicht, nachher kann ich nicht mehr sprechen. Wenn es im Rachen brennt, ist es gut. Also wir sollen das echt essen, ne? Okay, wo haben wir es denn? Das Blut der Ahnen unverkäuflich, es ist heiß. Wer das Blut der Ahnen in sich trägt, kann die Feuerwand durchstreiten. Aha. So, wo haben wir das denn? Das lecker Essen. Wie, das ist nicht hier? Kann doch nicht sein. Mach mal bitte auf alles. Ist da was ganz Besonderes, was wir hier bekommen haben, oder nicht? Proviant, Öl, Schwertdorn. Also ich gucke gerade aufs Bild, deswegen wundert es mich gerade, dass wir das nicht erkennen. Das Zeug raubt einen den Atem. Achso, wir können es nicht essen? Ja. Oh, ich weiß. Ja, klar. Das hätten wir Bones geben können, ne? Ja, Garcia hatte ich die ganzen... Ja, das machen wir noch nicht. Also wäre zu viel des Guten. Uwamba! Das machen wir noch nicht, das machen wir noch nicht. Bei dir noch irgendwas? Ne, du wolltest... Genau, nur handeln. Hier unten ist auch alles okay. Na, was beibringen brauchen wir auch nicht. Ne, dann sind wir durch. Schön. Dann gehen wir nochmal eben gucken. Wir haben noch das Schiff. Wir wissen, das Schiff ist oben im Norden. An der Küste. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Lass mal eben schauen. Ja. Hier müsste Garcias Schiff irgendwo sein. Wir müssen hier den linken Weg und den rechten Weg natürlich noch erkunden. Und wir müssen einmal durchs Tal. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum Schamanen. Wir werden ihm davon berichten, dass die... Ne? Die Ahnen... Genau. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken befinden sich nun wieder an ihrem Platz. Damit hast du den Marakai eine große Ehre erwiesen. Dein Handeln soll nicht unbelohnt bleiben. Nimm diese legendäre Rassel als Zeichen der Freundschaft. Okay, die zerbrochene Rassel erhalten. Darüber hatten wir auch gelesen. Schick, was macht die? Wahrscheinlich irgendwas mit Voodoo-Zeug? Schwarze Magie. Gar nicht so zerbrochen aus. Aber nur die Seele der Toten lauschen ihrem Klang. Wer weiß, vielleicht brauchen wir die ja für Bones oder so. Patty. Wie mache ich mich?
Ich frage mich, wie viele Eingeborene wir noch finden werden. Sei bloß vorsichtig, okay? Ja, mach dir mal keinen Kopf. Das wird schon schief gehen. Na gut. Ein Blick auf die Karte geworfen. Ja. Na, es ist noch Mittag, ne? Wir haben eigentlich noch eine gute Uhrzeit. Müssen wir uns nur beeilen, damit wir noch genug Zeit haben zum Erkunden. Ja, ich würde sagen, erst das Schiff, dann den Feuertempel. Aber bisher ja ganz ordentlich. Wie viel... Ach, guck mal hier. Feuerwaffen 10. Zack. So. Cool. Ich meine, wir könnten das jetzt noch einmal erhöhen. Es kostet uns 15.000, aber durch die Meerschaumpfeife haben wir plus 10. Das ist doch genial. Genau da wollten wir eigentlich auch drauf hinaus, ne? Das ist richtig schön. Gefällt mir. Dann können wir doch noch überlegen, ob wir vielleicht Tränke brauen lernen. Wenn wir nochmal so viele Punkte zusammenkriegen, natürlich. Ich meine, ich weiß nicht, inwiefern uns das weiterbringen sollte, aber so ein paar permanente Tränke könnte interessant werden. Noch mehr Schutz, vielleicht mehr Leben, noch mehr Pistolen und Feuerkraft und Klingen und weiß ich nicht, was die Tränke alles bringen. So, jetzt ist hier aber die Frage, wie kommen wir oben hoch? Dafür müssen wir ins Lager, ne? Am See eigentlich hoch. Naja, gut. Machen wir das. Noch ist es hell. So, mit den Jungs unterhalten wir uns. Nee. Also, hier wollen wir nämlich einmal entlang. Vielleicht, wenn wir die Insel verlassen, aber nur vielleicht, krabbeln wir uns die Idole. Dann sind wir doch gierig am Ende. Aber nur vielleicht. So, ist das der richtige Weg? Ja, wunderbar. Patty noch da? Ja, sehr gut. Die Patty ist echt fit. So, das ist der Weg, der uns hier erwartet. Den werden wir jetzt hochflitzen. Hier oben haben wir ja den Deserteur gesehen, den wir ja schon zurückgebracht haben. Ist natürlich auch nett, ne? So mitten auf dem Weg. Hey! Wir kennen uns doch. Ja klar, von der Kristallfestung, von Caldera. Wie geht es dir? Lange nicht mehr gehört. Hör mal, bring mich doch mal irgendwo hin. So, das sieht doch gut aus. Von hier aus haben wir jetzt zwei Wege? Ist das richtig? Nee, hier haben wir keine zwei Wege. Ja, man nur noch ein paar Sachen mehr zu erkunden. Ja, sieht das sehr interessant aus. Mal schauen, was wir da oben finden. Alle op. Auf der anderen Seite geht's runter. Es tut mir leid. Er ist leider weit, weit runtergefallen. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr. Im Nachladen. Das ist eine doppelläufige. Also wir können weiter hoch. Ah, alleine an. Ein schönes Grab. Finden wir hier irgendwelche wichtigen Hinweise? Klack, klack. Fackel und Gold. Naja, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Deswegen, das ist, da hätte man am liebsten vielleicht eine tolle Pflanze hinsetzen können, ne? Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist, natürlich, aber das ist halt mit zwei Fackeln und Zeitaufwand. Fühlt sich ein bisschen gestreckt an.
Fühlt sich was falsch an. Dann krabbeln wir mal hier ganz nach oben. Wer weiß, was wir hier antreffen werden. Da oben haben wir schon die nächste Kiste gesehen. Haben wir dann wahrscheinlich vielleicht hier Fackeln drin. Ich bin mir unsicher. Was ist denn das hier? Eine Kiste, die nicht verschlossen ist und so viel Gerippe. Der Ring des Jägers, Musketen und Schrotflinte. Ja, sehr nett. Bleh. Betty, kannst du mir sagen, wer hier gefressen hat? Ein Heldenkraut. Oh, sehr nett. Ne, sowas meine ich. Macht man sich die Mühe und geht mal ganz nach oben. Und dann findet man auch etwas, was einer Belohnung würdig ist. Dann können wir den ganzen Weg wieder runter. Aber hatte ich nicht zwei Wege in Erinnerung? Achso, ja, stimmt. Da oben über die Höhle, ne? Ja. Wenn das ein Höhlendurchgang ist. Oder einfach nur ein bisschen höher. Ich will nochmal runterjumpen. Für den Fallschaden. Ach, die Jemini. Da kann man jetzt auch noch hoch? Wir wollen nichts unversucht lassen. Obwohl, hier waren wir doch schon, oder? Oder nicht? Oder doch? Ich meine, ich kann mich... möchte mich daran erinnern, dass ich hier schon gewesen bin. Es sieht halt sehr ähnlich aus. Aber nein, sind wir nicht. Eine Geisterlilie. Na gut. Weiter höher können wir nicht. Patty, du kannst unten bleiben. Haben wir denn hier drüben noch irgendwas Schönes? Als Bergsteiger. Da haben wir nichts. Geradeaus sieht nicht gesund aus. Hier können wir noch ein bisschen drüber krabbeln. Das ist immer so ein Indiz dafür, ne, dass wir hier was finden. Oder nicht? Oder auch nicht. Na gut, okay. Haben sie uns reingelegt. Ah, ich bin mal gespannt auf das Schiff von Garcias. Bin gespannt. Ich helfe dir. Das sind Treffer. Wer weiß, wie viele Piraten da auf uns warten. Ich denke mal, so doll wird es nicht mehr bewacht sein, aber da wird schon einige sein. Oben geht's jetzt auch noch hoch. Na gut. Sehr schön. Am Anfang war ich froh, dass wir einen Begleiter dabei gehabt haben. Es war eine super Unterstützung. Und jetzt sind wir schon so stark. Da dienen die Begleiter nur noch als Tanks, ne? Damit wir nicht allzu viel auf die Nase kriegen. Ne, da können wir so nicht hoch. Was ist denn das hier für ein Kletterfestival? Ups. Nee. Och, Patty. Wollte doch nur da hoch. Warum darf der Held sich da eigentlich nicht hochhangeln? Einmal hier rüber. Das scheint ja der richtige Weg zu sein. Oha. Die Animation auf Doom. Und dann fallen wir runter. Es ist halt nicht perfekt, ne? So, wie kommen wir denn da rüber? Nee. Da muss es vielleicht noch einen anderen Weg hochgeben, ne? Weil das ist eindeutig zu. Und drüber springen können wir nicht. Das werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen im Auge behalten. Da muss es ja einen Weg hochgeben. Wer weiß, was da oben noch Schönes auf uns wartet. Das hier sieht gut aus.
Wieder eine Truhe, die nicht verschlossen ist. Das ist immer ganz nett, ne? Da rasselt Jadestein und rum. Ach, was man sich wünscht. Ich sehe mich schon an so einem wunderschönen Strand mit einer ganzen Buddel voll rum und einer Rassel, die ich klimpern darf. Und noch mehr Feuervögel. Hier geht es natürlich auch noch hoch. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Lass mal eben kurz einen Blick drauf werfen. Es ist auf jeden Fall nicht der Weg, den wir dann wieder irgendwann zurücklaufen werden. Na, ich denke mal, wir kommen eh wieder runter. Eine Kiste. Ein 20er Schloss, meine Güte. Dafür, dass wir so weit fortgeschritten sind in dem Game. Ja, Kugeln und Goldbrocken. Oh. Was man halt so davon erwarten möchte, wa? Na gut, komm. Gehen wir runter an den Strand. Wir haben wenig Schätze hier aktuell gehabt, ne? Das wundert mich ein kleines bisschen. Geht sogar auch noch ein Weg nach oben. Da geht sogar ein ganzes Stückchen nach oben, wenn ich das richtig. Könnte interessant sein. Wer weiß, was wir da so Schönes entdecken. Ich hoffe, dass die Patty den Weg hier oben dann auch hoch findet. Ich glaube, wir müssen hier nämlich genau einmal rüberspringen. Findest du den Weg hierhin, Patty? Ich hoffe es mal. Also, teleportier dich doch bitte hinter uns her. Schaut euch den Weg an. Das sieht doch hier aus wie ein geheimer Pfad. Beim Schatz oder so. Okay, da oben könnten wir noch hoch, ja. Wie sieht's denn aus? Wir haben jetzt unten und oben noch einen Weg. Überall Wege. Überall Geheimnisse. Keine besondere Pflanze. Aber sieh mal da. Haben wir doch. Das wunderschöne Schiff. Es ist die Frage, wie kommen wir denn da drauf? Haben die etwa ihr Ruderboot am Strand gelassen? Hallo Schafblick. Na, was sagt's denn? Deswegen unternehmen wir doch die Anstrengungen dafür, sich das nämlich lohnt. So, dann gehen wir hier oben noch eben hoch. Und dann geht's wieder runter zu der Patty. Ist das hoch? Was erwartet uns hier oben? Wir könnten noch rüberspringen, ne? Nach links. Eieiei. Da bin ich mal gespannt, ob sich das lohnt. Edelblüte. Sag mal, was ist das denn hier für ein Weg? Der führt ja hier einmal komplett übers Gebirge. Okay. Ach ja, jetzt sind wir wieder hier. Ja, aber wie kommen wir denn da hoch? Okay, da muss es einen Trick geben, dass man da irgendwie hoch kann. Da muss es einen Trick geben. Dass man da irgendwie richtig drüber springt oder so. Oder genau ab der Kante. Ne? Im richtigen Augenblick die Leertaste oder so. Was ist denn, wenn wir dagegen sprinten und dann die Leertaste drücken? Wir speichern hier. Das funktioniert leider nicht so. Aber es war ganz knapp, ne? Kann aber sein, dass es funktioniert. Nee. Jetzt immer im Kreis laufen möchte ich natürlich nicht. Aber irgendwie gibt es die Möglichkeit. So viel steht fest.
Aber gut, vielleicht ist ja auch die Uhrzeit für so etwas leider letztendlich nicht ideal genug, um so etwas auszuprobieren. Vielleicht werde ich es morgen in aller Ruhe dann nochmal ausprobieren. Dann müssen wir mal in Ruhe schauen. Aber es ist sehr interessant, wie sich alles so zusammenfädelt, ne? Das muss man ja sagen. Deswegen werden wir hier mal speichern. Wir speichern auf der 22 schon. Nicht schlecht. Und da oben befindet sich irgendwas Interessantes, was wir natürlich haben wollen. Aber ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne und angenehme Nacht. Und man sieht sich dann morgen.